Es ist soweit. Wir haben 12 Zweikreiser-Espresso-Maschinen die letzten Wochen und Monate getestet. Wir haben gemessen. Wir haben hunderte von Espressi gezogen. Wir haben geschäumt. Wir haben die Temperatur angeguckt. Wir haben den Stromverbrauch überprüft. Die Materialität, das Zubehör und. Und heute in diesem Video erfahrt ihr, welche dieser Maschinen unsere Testsieger sind und ob es die gleichen sind. Viel Spaß damit. Ist ein Wassertank. Prädikat Wassertank. Es ist soweit. Wir kommen zum finalen Video, welches die Testreihe der Espresso-Maschinen im Zweikreiserbereich abschließt. 12 haben wir getestet. Die stehen jetzt hier hinter uns. Und wir berichten euch, wie das Ganze abgelaufen ist. Und wir haben wirklich die verschiedensten Sachen angeschaut. An meiner Seite ist wieder der Michel, der ja über die ganze Testreihe mit dabei war. Und unser Appas. Der ich darf ist jetzt auch nicht mehr gehen. Den Appas, den werden wir jetzt auch nicht mehr trinken. Ja, genau. Wir sind fertig, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben wirklich viele Datenpunkte auch gesammelt, einfach nur um das zu sagen. Wir haben zum Beispiel die Temperatur von all diesen Maschinen mehrfach gemessen. Und eine Temperaturmessung bestand aus 1500 Datenpunkten. Weil jede Sekunde ein Datenpunkt war und wir haben eben immer geschaut, was ist nach 25 Minuten in der Maschine, welche ist heiß, welche ist noch nicht heiß und was passiert dann im Laufe von dem Bezug von 5 Espressi und was und wie und wer da wie performt hat, das beschreiben wir in diesem Video, das erfahrt ihr jetzt alles gleich in den nächsten Stunden. Und wenn euch die Stunden zu viel sind, das kurz als Teaser und als Information, es gibt einen Testbericht, da könnt ihr nochmal tatsächlich sogar vertiefend schauen, wie sahen die Kurven, die Temperaturkurven aus. Und kommenden Dienstag gibt es eine Kurzversion dieses Videos. Ja. Mit einer abgespeckten Variante. Mal gucken, ob wir das in 10 Minuten auf die Reihe kriegen, wo wir ganz kurz die Facts zu allen Maschinen sagen und welche für uns, für welchen Kaffeetrinkertyp, für welche Kaffeetrinkerin am besten geeignet ist. Michel, bevor wir jetzt ins Einzelne reingehen, sag doch noch mal kurz, was haben wir hier wie getestet? Was ist ein Zweikreiser? Fangen wir mit den zwei. Was ist ein Zweikreiser? Was ist ein Zweikreiser? Ein Zweikreiser ist eine Maschine, eine Siebträgermaschine mit einem Boiler und einem Wärmetauscher drin. Dieser Wärmetauscher, oder ich habe einfach einen zweiten Kreislauf und bei den Maschinen hier ist es immer mit einem Wärmetauscher gebaut. Das heißt, in dem Boiler habe ich irgendwo einen eingeschweißten Zylinder. Dieser Boiler liefert mir heißes Wasser und Dampf. Jetzt bei einer Maschine kein heißes Wasser, aber sonst grundsätzlich ist da heißes Wasser drin, oben Dampf. Und in diesem Wärmetauscher wird dann das kalte Wasser unten reingepumpt oder oben, je nach Funktionsweise. Und wird dann erhitzt durch den umgebenden Boiler. Liest man auch oft, steht dann irgendwo HX, das ist die englische Version, Heat Exchange. Und da geht es wirklich um diesen Wärmetauscher. Und all diese Maschinen hier können in dem Moment schäumen und Espresso extrahieren gleichzeitig. Mehr oder minder perfekt oder eben nicht? Mehr oder weniger, das ist dann natürlich auch ein erstes Differenzierungsmerkmal. Aber grundsätzlich ist das die Idee und das ist auch der Unterschied zum Einkreiser. Da kommen Druck und Temperatur zum Brühen eigentlich aus einem, also Schäumdruck und Wassertemperatur zum Brühen aus einem Boiler. Und man muss umschalten. Ich mache erst den Espresso, schalte dann hoch, gehe dann von 93, 94 auf 120 Grad, um dann die Power zu haben zum Schäumen, die ich brauche. Dual Boiler wäre ein eigener Kreislauf, einer fürs Brühen und einer fürs Schäumen. Das wäre also quasi die Preisklasse drüber. Beide Preisklassen, beide liegen, schauen wir uns noch an, heute eben die zwei Kreiser. So, und jetzt kann man da ja verschiedenste Kriterien angucken, haben wir auch gemacht. Ja. Unter anderem gehen wir einmal auf die Espresso-Performance. Was ist wichtig für Espresso? Druck machen sie alle. Druck machen sie alle. Also für alle, die immer noch nach Druck bewertet, haben wir nicht mal bewertet. Haben wir gar nicht angeguckt. Das haben wir gar nicht angeguckt, weil Druck ist da. Die Pumpe, die baut ihre 9 bis 10 Bar Druck auf und das in einer relativ hohen Konstanz, ob jetzt Vibration oder Rotationspumpe. Vergesst dieses Thema wirklich bei den Thermoblocks, das ist eine andere Geschichte, aber bei den Zweikreiser könnte man das Thema wirklich vergessen. Wir gucken auf Konstanz und zwar Konstanz nicht nur während dieser Extraktion, wir gehen da von rund 25 Sekunden aus, sondern auch über verschiedenste Extraktionen, genauer gesagt um 5 Extraktionen nach einer gewissen Aufheizzeit, wo wir einen perfekten Range haben möchten. Wir nennen das die
Catering-Fähigkeit. Wir nennen das die Catering-Fähigkeit. Ist eine Maschine Catering-fähig? Haben wir auch welche gefunden, die das können? Und dann gucken wir auf jeden Fall auch diese, wir haben die Maschinen nicht nur getestet, wir haben sie auch gestreichelt. Wir haben jede Maschine gestreichelt und wieder geguckt, wo, welche fühlt sich... Deswegen hat der Test auch so lange gedauert. Ja, wir haben sehr viel gestreichelt. Welche fühlt sich denn, welche kann man am besten streicheln? Und wir haben geguckt, wie sind die Siebträger, wie ist das gebaut, was gibt es für Tools dazu, vor allem der Temper, wie ist der Wassertank, wie geht der raus und wieder rein, wie groß ist der, was ist es für ein Boiler, ist der isoliert, ist er nicht isoliert, wie groß ist der? Genau, wobei wir zum Teil auch diese Einzelunterschiede in den Einzelvideos angeschaut haben oder in dem vergleichenden Testbericht. Wenn ihr da also die Details, wir haben jetzt nicht nochmal alle Details hier runtergelabert, die man auch überall nachlesen kann. Ich glaube, das ist nicht so interessant für euch, sondern wirklich, wir haben geschaut auch, welche Informationen sind noch nicht da. Ja. Und die haben wir versucht zu erarbeiten. Unter anderem hier haben wir eben auch mal geschaut, wie ist eigentlich der Schrumpfverbrauch. Nach 25 Minuten, wenn man 5 Shots gezogen hat, nach 2 Stunden, nach 4 Stunden, wie viel ziehen die eigentlich? Wir haben angeschaut, wie lange brauchen sie, um heiß zu werden. Dann haben wir die Schaumpower angeguckt. Wer hat wie schnell heiß gemacht? Wer hat wie viel Wumms dazu geliefert? Und wer hat das auch noch geliefert nach dem einen oder nach dem zweiten, zum dritten, zum vierten Cappuccino? Das haben wir angeguckt. Und ja, das sind so die wichtigsten Dinge. Und ich würde sagen, wir steigen ein. Mit was steigen wir denn ein? Wir steigen denn ein. Ich würde sagen, wir steigen ein, einfach so mit erster Eindruck, wie fühlt sich diese Maschine an, wie ist sie verarbeitet. In diesem Sinne, let's go. Schauen wir auf die Kanten und die äußere Verarbeitung. Da muss man ganz klar sagen, es gibt die ja schon preislich höheren, die sich wirklich absetzen. Und das merkt man auch bei fast allen von denen. Da fallen positiv welche Maschinen auf mich, Sir? Auf jeden Fall die Rocket Mozzafiato Chronometro, da auch durch diese massiven Seitenwände, das macht das Ganze natürlich sehr, sehr hochwertig. Da natürlich keine scharfen Kanten und einfach sauber eingebettet. Das ist mega schön. Die Andrea, super rund, alles abgerundet, alles sauber. Und die Xenia. Bei der Xenia wirklich gerade diese Holzgriffe, aber das ganze Äußere, man merkt wirklich, das ist hochwertig gemacht, das ist durchdacht und wirklich super für den Nutzer im Alltag, ganz, ganz schön gemacht. Und das ist halt alles mega schön verarbeitet, das ist halt wirklich schön, überall. Ja. Bei den günstigeren Maschinen, da fallen eigentlich die meisten deutlich ab. Da haben wir stärkere oder schärfere Kanten, gerade oben auch. Immer wieder, wenn man da anfasst, bei allen eigentlich, schneidet man sich fast. Lichtblick an der Stelle, würde ich sagen, ist die Lelit Mara X. Ja, absolut. Die hat diese Rundungen. Es ist zwar ein relativ dünnes Material, ja, aber das, was man so von außen dann spürt, wahrnehmend anfassen kann, ist ziemlich gut verarbeitet. Das, ja. Er hat weniger scharfe Kanten und das macht von außen absolut Freude. Auch noch positiv die Quickmill Rubino. Mhm. Der Quickmill Rubino auch da, wenn man so außen, ich meine, wenn ihr dann gerade wieder dabei seid und eure Maschine streichelt, bei der Quickmill Rubino hier oben ungefährlich, hier unten an den Ecken, da ist es dann wieder scharf. Aber ansonsten auch da bei der wirklich auf der besser verarbeitenden Seite, kann man sagen. Ja. Und dann halt auch ein, zwei, die wirklich, wirklich hinten anhängen, dass auf jeden Fall die BZ10 ganz, ganz viele Sachen, die nicht so schön verarbeitet sind und nicht ganz so sauber mit dem billigen Deckel. Und sie ist halt auch die günstigste. Aber da ist halt überall, also so. Wobei ich schon wieder sagen muss, wenn man jetzt sich das hier anschaut und vergleicht, einerseits hier die Reling, ja, das stimmt, mit zum Beispiel der Reling, die dann die Rocket Appartamento mitbringt, dieses Plastikdings, was wir schon zerbrochen haben, man kann das dazu kaufen, aber... Also in Chromstahl kann man es nochmal zusätzlich kaufen, kostet aber ja nochmal 100 Stutz. Ich habe gesehen, es gibt auch einige, die machen das selber schön aus Holz und so weiter. Sau schön, ja. Aber ja. Aber meine Güte, man zahlt auch 500 Franken weniger oder 500 Euro weniger und irgendwo muss man das ja auch rausholen. Kommen wir zu den Wassertanks unserer wunderschönen Maschinen. Und auch dieses kleine Detail
ist nicht ganz unwichtig, haben wir genau angeguckt. Und zwar geht es nicht wirklich darum, um die Größe. Die meisten Wassertanks haben irgendwas zwischen 2,5 und 3,5 Liter, sondern es geht darum, wie ist das verbaut. Und wir gehen jetzt einfach mal Maschine für Maschine durch und nehmen mal den Wassertank raus, weil wir möchten ja nachher alle Maschinen dann einschalten. Rocket Appartamento, Deckel weg, zwei schöne Stäbe drin, einmal ordentlich ziehen, einwandfrei. Mit ein bisschen Kraftaufwand wieder reinstecken, keine Schläuche drin, super, Deckel wieder drauf. Das Einzige, man verliert ein bisschen Platz hier oben für die Tassen, aber dafür ist es mit einem schönen Deckel gelöst. Das ist schon mal Prädikat gut, auf jeden Fall. Lelit hat das sehr, sehr ähnlich gemacht, auch mit einem kleinen Deckel, der aber etwas schmäler und vorne ein bisschen mehr, also mehr Platz, einfach Verhältnis von der Maschine. Sie ist ja grundsätzlich sehr schmal geschaffen. Die haben sogar so Griffe gemacht, die kann man dann so hochhalten. Dann kann man das rausziehen und wieder einsetzen, wieder einklinken. Ja, einfach gut, reicht. ACM Homey. Ich glaube, als der Mensch, der diese Maschine konstruiert hat, hat nie den Wassertank rausgenommen, weil ich trotz kräftigen Händen und wirklich auch Kraft in den Fingern, ihr müsst hier an den Rand irgendwie reinkommen. Ich finde es super mühsam. Ich habe dann angefangen, es einfach so rauszuziehen, aber hier, ich habe weder Platz am Rand, um es zu greifen, noch in der Mitte irgendeinen Griff. Und wenn dann der Tank noch halb voll ist, Das ist, nee, Wassertank ungenügend, das geht fast nicht. Und wieder diese Rasierklingen scharfe Deckel, den wir schon im Test gesagt haben, nee, das ist nicht gut gelöst. Die BZ10, auch hier haben wir ja schon beim Test gesagt, alles einfach gebogenes Blech, nicht ganz so hochwertig, keinen Griff dran. Man kann es trotzdem einwandfrei wegnehmen und hier habt ihr dann halt noch die Version mit den Schläuchen, einmal Schlauch 1 raus, einmal Schlauch 2 raus und dann habt ihr hier den Wassertank und dann wieder einsetzen und wieder reinmachen und wieder Deckel drauf. Ist ein Wassertank, Prädikat Wassertank, nicht mehr. Die Elba hat so eine Plastikabdeckung, dass man die Tassenablage nicht verkratzt. Ist jetzt nicht gerade die schönste, auch der Rand ist ja nicht so schön. Deckel hat ein Loch, kann man einmal rausnehmen. Und das ist auch Prädikat nicht ganz so toll, weil man muss den auch an den beiden Stiften so rausziehen. Das geht definitiv besser als bei der ACM Homey, auf jeden Fall. Aber es ist trotzdem so, der sitzt nicht so hart, geht relativ gut raus, aber im Griff, einfach ein Griff hätte da auf jeden Fall geholfen. So, ich habe noch nie so viele Wassertanks nacheinander rausgenommen. Super gelöst bei der Magica von Bezzera. Eine riesige Tassenablage und das so massiv geschaffen, dass man es in einmal wegnehmen kann. Selbst, wir haben das ausprobiert, selbst wenn da Tassen draufstehen, geht einwandfrei, solange ihr nicht bis hochgestapelt habt. Einmal rüberstellen und den Wassertank, da hat es einfach einen Schlauch und dann kann man den aber hier an der Seite einmal rausziehen. Muss ein bisschen aufpassen, dass es hier echt scharf und dann kommt dieser riesige 4 Liter Wassertank, einer der größten in unserem Test. Das, ich weiß nicht, wie viele Espresso ihr damit machen könnt, aber viele, auf jeden Fall. Das ist gut gelöst. Dann wahrscheinlich der absolut luxuriöseste Wassertank, den man sich vorstellen kann. Xenia, mega, mega viel überlegt dabei. Einerseits habt ihr oben einen Deckel, der halt auch sehr dick, auch etwas scharf, aber halt sehr hochwertig geschaffen. Und hier halt auch mit den Schläuchen gelöst, aber das liegt ja daran, und das ist eben dann das Coole, kann man sich ja auch selbst zusammenbauen, wie man das sich das möchte. Ihr könnt dann einfach einmal den Wassertank zur Seite rausziehen. Das ist wirklich cool gelöst, weil immer wieder die Diskussion, Kaffeemaschine, ich bin der Meinung, sie kommt nicht in die Küche. Aber wenn da ein Schränkchen ist, kann man so halt den Wassertank auf beide Seiten übrigens. Also ich kann die Schläuche jetzt einfach hier wieder reinmachen. Und kann es auch auf der anderen Seite dann rausschieben.
geht auf beide Seiten. Das ist cool gelöst. Definitiv müsste man das bei den anderen auch mal kopieren können. Das hilft auf jeden Fall. Bei der Profitec mega schön gelöst, auch wie bei der Bezzera Magica. Eine riesige Ablage, einmal an dem Rand wegziehen, geht auch einwandfrei mit den Tassen drauf. Kann man hier sogar jetzt einfach auf die andere Maschine stellen. Und man hat einfach extrem viel Platz. Und dann diesen Wassertank auch hier einfach so rausnehmen, das geht einwandfrei. Hier würde ich sagen, es fühlt sich nicht ganz so scharf an wie bei der Bezzera, aber es ist trotzdem so, hier wäre auch so eine kleine Stange oder ein Griff oder irgendwas Cooles wäre da auch passend gewesen. Aber das geht einwandfrei. Wunderbar. Rubino noch die Version, die wir als erstes getestet haben, einer der ältesten Test, glaube ich, die wir hatten. Die haben mittlerweile auch so einen Deckel, aber da noch die Version einfach hier mit den Seitenteilen, die man rausnehmen kann, auch die ganze Ablage. Das ist eher schwierig mit Tassen drauf, weil das hat nicht diese Stabilität. Ihr merkt das jetzt schon, ich habe nicht diese Griffe wie hier. Das ein bisschen einfacher gelöst und hier auch noch die alte Version mit Schläuchen und einfach Wassertank so drin. Das ist bei der neuen Version auch ohne Schläuche gelöst. Da gibt es schon ein neueres Gerät davon. Die Rocket, wieder ganz typisch Rocket. Wassertank wird überall bei der Rocket so verbaut. Einmal decken die wieder weg. Diese beiden Griffe einmal rausziehen, hochheben, wieder rein. Einmal Luft raus, Deckel drauf, fertig. Gut, wir kommen zu der ECM. ECM auch wieder. Sie ist ja sehr schmal, die Mechanica Slim ist ja wirklich, wenn man das vergleicht, jetzt rein von der Größe, wenn man die beiden Deckel nebeneinander legt, das ist ja echt Wahnsinn. Das System ist genau das gleiche wie bei der Profitec. Ihr nehmt den kompletten Deckel weg, auch super gelöst, geht einwandfrei mit Tassen drauf, haben wir auch ausprobiert. Und da super genial, viel Platz gehabt, keine Löcher oder so. Ich kann hier wunderbar reingreifen und kann das einfach so rausnehmen und wieder einsetzen. Hat sogar so Führungsschienen links und rechts aus Chromstahl. Ihr könnt den Wassertank nicht falsch einsetzen, das geht wirklich nicht. Aber das ist top. Das ist wirklich cool, einfach, simpel. Es ist das, was braucht und kein großes Palim-Palem darum. Die Quickmill Andrea mit der Lösung, dass ihr einfach ein Deckelchen habt, was ihr öffnen könnt und wieder zumachen könnt, finde ich mega schön gelöst. Ein bisschen blöd ist, dass dieser Wassertank, wenn man ihn nicht ein bisschen nach vorne zieht, hängt er so hinten am Deckel an. Also ein bisschen nach vorne ziehen und dann rausnehmen, geht einwandfrei, ist auch beim Wassertank sauber gelöst mit so einer Rädling. Alles relativ massiv und wieder einsetzen, Deckel wieder zu und dieser auch noch mit Schaumstoff geschützt, dass man die Vibrationen nicht spürt. Fazit dieser Zweikreiserrunde, ganz klarer Testsieger, da gibt es kein Wenn und Aber. Wenn man es eingebaut hat, ist die Xenia. Die Funktion, dass ihr von beiden Seiten an den Wassertank kommt, auch wenn die Schläuche drin sind, das ist mega erleichternd und dann noch von oben, je nachdem, was man ausgesucht hat, das ist mega gut konstruiert. Und dann kommen dahinter ein paar, wo ich einfach tolle Lösungen dahinter sehe. Einerseits mit dem ganzen Deckel von Bezzera, von Profitec, aber auch von ECM. Super cool gelöst, sehr einfach. Dann den Deckel jeweils von der Rocket oder von der Quickmill Andrea, auch toll gelöst. Einmal Decken weg oder Deckel aufmachen. Und dann gibt es halt ein, zwei, die ein bisschen abfallen, wo es ein bisschen mühsamer ist. Zum Beispiel von der BZ10, eher die einfachere Version, auch noch mit Schläuchen und nicht wirklich einen schönen Wassertank. Von der Elba, naja, da geht es ein bisschen schwer mit den Pinöpel. Und ganz, ganz hinten dran dann die ACM Homie, wo ich einfach sagen muss, hey, ich kratze mir schon fast die Hände auf, wenn ich überhaupt den Wassertank rausnehmen will. Ihr habt natürlich immer noch die Option, den Wassertank gar nicht rauszunehmen, sondern einfach mit einer Karaffe das gefilterte Wasser einfach so einzufüllen. Dann spielt das auch nicht so eine große Rolle, wie man jetzt den Tank rausnehmen kann. Ohne Temper läuft nichts. Nach dem Malen müsst ihr komprimieren, verdichten mit dem Temper. Und bei manchen Maschinen ist ein Temper dabei, bei anderen ist etwas dabei, das
würden wir nicht Temper nennen. Dafür haben wir viele Bezeichnungen schon gefunden im Laufe der Testreihe. Und ihr habt auch viele Ideen schon gesammelt, was man damit alles machen kann. Zum Beispiel Laptop-Kabel drum wickeln oder so. Jedenfalls große Kopfhörer dranhängen. Große Kopfhörer dranhängen, genau. Es geht um diese Plastikdinger, die auch mitgeliefert werden. Die haben wir gar nicht mehr hier. Ich glaube, wir haben sie alle vernichtet. Deswegen, wir werten sie auch nicht als Temper. Wir gehen kurz durch die Temper, die dabei sind. Die sind unterschiedlicher Qualität. Manche passen genau in den Siebträger, andere weniger. Sag mal ganz kurz, deine Highlights. Was sind deine Highlights, Micha? Highlights, es gibt ein Highlight. Eigentlich gibt es ein Highlight, was wirklich raussticht. Das ist der Temper von der Lelit. Ja, okay. Erstens, er ist wirklich schön. Er hat, was für mich das Wichtigste ist, er ist ein bisschen größer als 58 mm. Er ist nicht ganz das 58,55, was draufsteht. Ist ein bisschen weniger, wenn man nachmisst. Aber er geht halt einwandfrei in den Siebträger rein und macht halt diesen kleinen Rand zwischen 58 und 58,5. Das macht er halt eben nicht. Er schließt ab. Das bedeutet, dass auch kein Kaffeepulver am Rand vorbeigeht, wenn ihr runterdrückt. Das bedeutet einfach auch eine schöne, saubere, gerade Oberfläche. Super. Das also macht Spaß. Ansonsten auch ganz gut die Temper, die bei der ECM und bei der Profitec dabei sind. Du findest sie ein bisschen dünn? Ich mag eine dickere Base, weil man kann so, wenn man tempt, sinkt der meist in den Siebträger ein und man merkt nicht ganz, ob man gerade ist. Das ist ein bisschen mühsam und... Komm raus! Ja, das Sieb ist hier oben drin geblieben. Die sind aber auch recht bündig, haben ja also eben keinen großen Rand, das ist auf jeden Fall gut. Und es hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie viel Füllmenge ihr auch in dem Siebträger habt. Aber ihr solltet nicht, bei der Lelle zum Beispiel kann man dann fühlen, ist man oben bündig, wenn man hier mit den Fingern am Rand ist. Das ist dann bei diesen Tempern eben nicht, weil es braucht ja etwas Platz zwischen Kaffeepulver und Dusche. Die sinken also ein, es macht es also ein bisschen schwieriger zu fühlen, ob man gerade ist. Deswegen, die sind schön vom Umfang, vom Durchmesser, aber etwas zu tief eingesunken. Aber ordentliche Temper, mit denen man absolut arbeiten kann und Welten zu so einem Plastikdings. Keine Temper sind bei der ACM Homie dabei, bei der Quickmill... Nee, das ist Betzerer. Entschuldigung, bei der Betzerer BC10 ist kein Temper, nur so ein Plastikding. Nur so Geschwür, Elba auch nicht. Elba nix dabei. Und die andere Betzerer auch nichts, was man ernst nehmen kann. Switchen wir zu den anderen Maschinen. Da haben wir einerseits die Rockets, und zwar nicht nur die Mozzafiato, sondern auch die Appartamento, die am anderen Ende des Tisches steht. Ist zwar eine ordentliche Base, ist aber auf jeden Fall eher knapp bemessen mit 58 mm. Der hat ordentlich Spiel. Wenn man den wirklich einsetzt, kann man relativ viel bewegen. Und also ich finde, für ein Appartamento im Bereich von 1600, 1700 Schweizer Franken ist das noch okay, so ein Alu-Temper. Er ist auch nicht so schön zum Tempen, weil das relativ eine Kante hier oben ist, fasst sich nicht so gut an. Ich finde aber bei einer Maschine in dem Preissegment, naja. Kann man mehr erwarten. Kann man mehr erwarten. Das ist so schwierig. Bei den Quickmills, bei der Andrea, da ist ein Temper dabei, genauso wie bei der Quickmill Rubino, ist der gleiche Temper. Vom Umfang her passt ja auch recht bündig rein, hat einen kleinen Rand, ein bisschen mehr Rand als jetzt die Lelit und hat ein bisschen eine dickere Base als jetzt der ECM Profitec Temper. Es ist also bündiger auch am Rand, ihr könnt sauberer damit schauen, ob ihr gerade seid. Bei der Xenia ist kein Temper dabei, den hätte man explizit bestellen müssen. Da hier schon so viele andere Temper sind, haben wir keinen bestellt. Da ist es ja wirklich so, da zahlt man für das, was man bestellt und insofern ist der jetzt nicht dabei. Auch bei den Siebträger hatten wir einiges zu kritisieren, das möchten wir natürlich im Gesamttest nochmal erwähnen. Quickmill, bei beiden genau gleich. Ausläufe eigentlich für uns in die falsche Richtung. Man kann wirklich an einem Tisch nur ganz, ganz knapp tempen, weil dieser Abstand wirklich gering ist. Darum eher auf einer Silikonmatte oder auf einem Tuch auf den Füßen, auch wenn das nicht ganz so prickelnd dann ist. Bei der ECM, die Ausläufe, wie wir uns das wünschen würden, also nach hinten. Das heißt, ich habe einwandfrei Platz zum Tempen, das geht wirklich super. Der liegt auch schön in der Hand, der ist richtig schwer auch und sieht einfach nochmal hochwertiger aus. Und sie machen hier noch ein kleines Emblem mit ECM drauf. Das wirkt
schön. Was für mich ein bisschen störend war, diese Ausläufe sind sehr breit, wie ähnlich wie bei der Xenia. Das heißt, es flackert so ein bisschen beim Extrahieren. Rocket, auch eher wieder ein langweiliger Siebträger, sage ich jetzt mal. Auch wieder Ausläufe in die falsche Richtung. Was sie machen vorne noch ein Rocket-Emblem. Sieht man fast nicht, weil da die Ausläufe im Weg sind. Ansonsten nichts Spezielles zu erwähnen. Halt klassischer Siebträger, der gut in der Hand liegt. Rubino, das gleiche wie bei der Andrea. Falsche Seite, grundsätzlich liegt es gut in der Hand. Sauber verarbeitet, also klassischer Siebträger. Die Profitec, da sind die Ausläufe wieder auf der richtigen Seite. Lustigerweise etwas spitzer geschaffen, als das bei der ECM ist. Da ist auch bei der Extraktion, es fließt ein bisschen schöner, es wackelt nicht so. Was sie natürlich dann nicht drauf machen, ist das ECM-Logo, sondern da ist dann nichts drauf. Aber eigentlich wieder klassischer Siebträger, wie man sich das so wünschen würde. Liegt gut in der Hand. Xenia, wunderschöner Siebträger. Für mich wirklich das mit den Ausläufen relativ breit. Durch das kommt eben dieses Wackeln zustande. Aber das Holz, das fässt sich natürlich super, super schön an. Auch sonst macht einen wunderbaren Eindruck. Ausläufe auf die richtige Seite. Man kann einwandfrei tempen. Holzgriffe kann man auch sonst bei den Maschinen ja immer ergänzend dazu machen. Aber hier ist wirklich so, da haben wir uns eine schöne Maschine zusammengestellt. Bezzera, man kann es mögen oder nicht. Ich finde es eigentlich noch cool, auch wenn es eigentlich so billiges Plastik ist. Aber dieser Anfang dieses Siebträgers sieht einfach anders aus. Die Ausläufe wieder auf der falschen Seite. Man hat ein bisschen mehr Platz, aber wirklich nur so ein Hauch. Aber schön auch in den Spitz geschaffen. Liegt gut in der Hand. Da hatten wir ja kritisiert, vor allem beim Sieb, dass es halt sehr, sehr groß ist. Seid euch bewusst bei den Originalsieben bei Bezzera, dass ihr definitiv nicht nur mit 18 Gramm arbeitet, sondern wirklich bei den großen Sieben eher bei 20 seid oder mehr. Elba, Ausläufe, richtige Seite, wunderbar zum Tempen. Ein etwas anderer Siebträger, wo es ja eher ein günstiges Gerät ist, nicht so klassisch, wie man sonst hat, liegt auch wirklich gut in der Hand. Ist matt geschaffen. Liegt wirklich, also das ist schön. Das macht Spaß, auf jeden Fall. Das würde ich mir so von einigen anderen auch wünschen, weil man hat hier nicht so diesen Aufbau. Das fühlt sich gut an, auf jeden Fall. BZ10, Ausläufer in der Mitte. Dadurch ist das Tempen auch wieder super einfach. Der Griff ist dann wieder klassisch wie bei vielen anderen, da nichts Berauschendes oder Spezielles. Seid euch da bewusst, wenn ihr mal einen neuen Siebträger kaufen würdet. Die BZ10 hat eine andere Brühgruppe. Ihr braucht da nicht die klassische VEMA-Version des Siebträgers, sondern den wirklichen BZ10-Siebträger, auch wenn ihr mal einen bodenlosen zum Beispiel kaufen möchtet. Auch da wieder das gleiche Thema wie bei der Magica. Denkt daran, diese Siebe sind wirklich riesig. Eher 20 Gramm plus verwenden anstatt 18. ACM, die günstigste Maschine in unserem Test, hat es geschafft, dass die Ausläufe in die richtige Seite sind. Wunderbar, auch einwandfreies Sieb. Dieser Griff ist ja genau gleich wie bei allen anderen, aber ist halt matt. Und irgendwie gefällt es, es ist ein bisschen anders. Für das, dass es eigentlich das günstigste Gerät ist, es ist nicht wahnsinnig was Spezielles, ist ja nur ein Siebträger, aber das ist voll okay. Das ist gut. Bei der Lelit. Da muss man sich ein bisschen daran gewöhnen, diese Ausläufe, die gehen ja, also es geht ja nach vorne raus und dann fließt es mir entgegen. Das sieht cool aus. Ja, wer es mag, ja, ich finde es ein bisschen zu futuristisch für einen Siebträger, aber kann man machen. Das Problem ist da wirklich, tempen, keine Chance. Ihr könnt da nicht richtig drauf. Was man jetzt sagen könnte, man hat hier einen kleinen Abstand gelassen zwischen den Ausläufen und dieser Bodenplatte. Das heißt, wenn ich alles abstelle, dann kommt es nicht komplett auf den, kommen die Ausläufe nicht auf den Tisch, sondern nur diese Stütze. Und weil wir hier einen Winkel haben, ist es fast eben und kann so einwandfrei tempen. Das ist eigentlich eine gute Lösung für diesen sehr futuristischen Siebträger. Das macht Spaß, auf jeden Fall. Und nochmal letzter Punkt, die Rocket Appartamento, gleicher Siebträger wie bei der Mozzafiato. Siebträger, Ausläufe in die falsche Richtung, Siebträger mit Rocket unten angeschrieben. Das ist zwar schön, aber wie gesagt, ist ein bisschen schade. Und sonst fässt sich das gut an, ordentliches Gewicht. Ja, guter Siebträger. Gut, schauen wir auf dieses Kriterium. Temper und Siebträger plus wie man tempen kann.
beim Temper gibt es, glaube ich, einen klaren Sieger, das ist die Lelit, die wirklich auch gerade mit diesem unteren Wulst wirklich echt wunderbar reinpasst in die Siebträger. Bei den Siebträgern gab es jetzt, oder bei den Sieben selbst, gab es jetzt keine so wahnsinnig großen Unterschiede. Ich finde den ECM schön. Das ist der einzige, der ein bisschen spezieller ist. Jetzt mal die Ausnahme von der Xenia mit dem Holzgriff. Die Ausläufer sind mir ein bisschen zu breit. Aber man kann jetzt nicht sagen, irgendwas fällt völlig ab oder ist überhaupt gar nicht zu gebrauchen. Wir finden einfach, dass es besser ist, wenn der Siebträger eben so ausgerichtet ist, wie Micho schon gesagt hat, weil man einfach viel einfach tempen kann. Und es widerspricht uns gerade auch aus dem Gastronomiealltag, wo dann eben doch immer irgendwo wieder Kaffeepulver und so weiter ist, so zu tempen. Erstens ist es schwieriger, gerade zu tempen. Zweitens ist es so, dass dann durch dieses Kaffeepulver und das, was vielleicht noch auf der Barfläche ist, hier die Ausläufe verunreinigt werden und das dann eben in den Espresso läuft. Ja. Das ist eigentlich der Punkt oder der Grund, warum wir an der Stelle so ein bisschen das Augenmerk auch drauf richten. Und erstaunlicherweise bei allen Gastromaschinen ist es umgekehrt. Ja, das ist wirklich interessant und macht tatsächlich Sinn. Also da könnte sich der ein oder andere Hersteller überlegen, ob er da was von abschneiden will oder was davon lernen will. Es hängt natürlich damit zusammen, wie weit so eine Tropfschale rauskommt. Je kürzer die Tropfschale, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man den Siebträger eben dreht. Bei dieser Maschine hier zum Beispiel, bei der Machica, würde man jetzt den Siebträger hier in diese Richtung richten. Man kann sich das ja hier anschauen, indem man einfach den hier mal versucht einzuspannen oder einfach hier hinhält, dann sieht man schon, die Ausläufe sind extrem weit hier vorne. Wenn man also jetzt hier die Tasse wegnimmt und es tropft noch nach, dann tropft es hier auf die Kante, dann läuft es nach vorne und man hat eine Sauerei. Das ist der Grund, weshalb bei den Maschinen mit kürzerer Tropfschale die Ausläufe nach hinten hingerichtet werden. Im Übrigen hat das noch einen weiteren negativen Effekt. Diesem Siebträger kann man alle nicht so gut in viele Mühlen einspannen. Viele Mühlen sind dafür gemacht, dass sie einen umgedrehten Siebträger viel besser halten. Das heißt, man kommt gar nicht so richtig in die Mühle rein, zumindest nicht in diesen automatischen Halter und muss sie dann halten. Ja. Geht auch. Man kann sich ja darüber streiten, ob Tropfschalengröße ein wichtiges Kriterium ist. Wichtig ist aber, wie weit sie hier rausstehen. Ja. Weil je nachdem, wie weit sie herausstehen, hat man mehr oder weniger Sauerei. Also es tropft dann mehr. Gutes Beispiel für so eine Tropfgeschichte ist zum Beispiel hier die Bezerra BC10. Die hat wirklich den ganzen Rand voll gespritzt und hat aber deswegen auch, die hat so einen mittleren. Ja, so einen mittleren. Der einzige Siebträger, der aus der Mitte rausgeht. Tropft dann relativ gut rein. Aber das wäre jetzt hier so ein Fall, da könnte man gar nicht den Siebträgerauslauf in diese Richtung machen, weil dann würde es nämlich hier wirklich zu stark auf die Kante gehen und man könnte die Tasten gar nicht mittig positionieren. Das hängt ein bisschen davon ab, wie weit diese Aufhängung versunken ist oder nach hinten gesetzt ist und wie weit die Tropfschale rauskommt. Und auffällig und auch auffällig groß ist eine Maschine. Ja, die Elba hat eine riesige Tropfschale. Ja. Ich glaube, darin kann man baden. Was ich auch cool finde, das kann man komplett abnehmen. Ja, das ist cool gemacht. Man hat so ein Magnetverbindungsstück. Ist wirklich riesig, bei weitem die größte, die wir hier haben. Auch noch relativ groß sind noch drei weitere Maschinen. Welche wären das, Michel? Die ACM Homey, die Lelit Mara X hat auch eine große Tropfschale. Und die Quickmill Andrea zu meiner Seite hat so eine Schublade zum Rausziehen, die auch sehr tief gehalten ist. Also da hat man ordentlich Platz drin. Was man aber noch sagen muss, sind halt so ein, zwei, die auch noch getropft haben nach vorne. Also man sieht das auch im Video sehr gut, dass zum Beispiel bei der Abbattimento ist auch die Brühgruppe sehr weit vorne und es tropft schon nach vorne. Dann war es bei der Magica. Magica auch, genau. Auch sehr weit nach vorne gesetzt, auf jeden Fall. Ja. Also und das ist auffällig. Das war auf jeden Fall auffällig. Und ansonsten sind es die Kleinigkeiten, die es dann ausmachen. Und man muss wirklich sagen, Größe ist nicht das Must, also es darf auch eine kleinere Tropfschale sein, weil das natürlich jetzt bei der Elba optisch halt schon ist eine Hausnummer. Dann ist da noch so eine Geschichte, die mit der Lautstärke. Ja. Wir schmunzeln ja manchmal, was sind so Innenstadt-Espresso-Maschinen und welche kann man besser auf dem Land anhaben, sodass das Einfamilienhaus für sich nur den Lärm aushalten muss. Ich habe jetzt gedacht, in der Stadt muss es leiser sein, darf es lauter sein, weil dann der Geräuschpegel ja schon lauter ist. So gesehen.
Ich komme vom Land, darum. Es ist ein bisschen hängt von der Schallübertragung auf die Wände ab. Aber nein. Sehr schön. Es gibt eine Maschine, die war wirklich laut oder die ist laut. Das ist so ein Traktor. Ja, die Appartamento, die ist. Das Schlimme ist eigentlich, wir sprechen von 2 Dezibel. Oder 3. Aber man hört das auch. Man hört das wirklich. Und es war natürlich auch ein böser Vergleich, da sind wir so wieder bei der Sensorik, weil zuerst kommt die Lelit, die ist super leise und dann kommt ein Traktor. Aber eigentlich waren es 2-3 Dezibel lauter als ein Rubino. Ja. Also das ist nicht... 78, 79 haben wir jetzt gut mit dem Telefon gemessen. 81 mit dem Telefon, das ist auch jetzt nicht ganz 100% genau, aber es gibt so einen Ansatzwert. Und bei der Lelit warst du bei welchem? Bei welchem? Knapp bei 72. Oder so. Also ist noch ein bisschen leiser war die Rotationspumpe. Hier kommen wir wieder zum feinen Unterschied. Vibrationspumpe, Rotationspumpe. Wir haben ja eine Rotationspumpe, die jetzt hier am Tisch ist. Das ist wie nicht ganz auf Augenhöhe der Wettkampf. Aber da merkt man doch dann deutlich, dass die Rocket Mozzafiato mit der Rotationspumpe nochmal eine Nummer leiser ist. Wobei die Lautstärke mich dann doch wieder mehr an die... Die Lelit hat wirklich eine interessante Lautstärke und da war es jetzt sogar so, das Tropfen des Wassers war lauter, also dieses Aufprallmoment. Das war cool. Aber eben, am Schluss muss man sich wirklich überlegen, eine Mühle ist grundsätzlich meist lauter. Die Mühle ist immer lauter. Also, ob jetzt das, also wenn das ein Verkaufsargument ist für eine Rotationspumpe, schwierig. Schwierig. Ein Verkaufsargument für eine Rotationspumpe wäre dann vielmehr, dass man sie an einen Wasserkreislauf anschließen kann. Das ist wirklich das starke Argument, weil das kann man bei all den Vibrapumpen nicht. Wir kommen zum Milchschaumtest. Das heißt, wir werden mit allen nochmal schäumen und gucken, wie ist der Druck, wie ist das ganze Schäumverhalten. Auch wieder jetzt super, das nebeneinander zu sehen, denn wir haben die ja im Abstand von Woche zu Woche zu Woche getestet. Der Michel ist zwar eine Maschine und fast immer konstant, aber es ist nochmal ein komplett anderes Feeling, die jetzt wirklich so direkt nebeneinander zu schäumen. Michel, auf was achten wir? Was sind die wichtigen Dinge, die uns eigentlich interessieren? Wie ist das Prozedere? Wie stellen wir sicher, dass wir immer zur gleichen Zeit die gleichen Dinge machen? Wir machen es so, dass wir wollen gleichzeitig schäumen, weil das Benefit eines Zweikreises ist ja, wir können extrahieren und gleichzeitig schäumen. Auch wenn das da auch immer nicht ganz so einfach ist, dass man in der richtigen Zeit den Hebel runter macht, aber trotzdem ist das ja die Erwartungshaltung an einen Zweikreiser, dass ich das gleichzeitig machen kann. Und das Prozedere ist das, wir machen eine normale Espresso-Extraktion, die rund um den Bereich von 25 bis 30 Sekunden dauert, ein Getränkeverhältnis von 1 zu 2,5, so im normalen Bereich, wo wir immer brühen, und möchten aber gleichzeitig schäumen. Das heißt, wir starten die Extraktion, wir schauen uns die ersten Tropfen an, die man ja sonst kontrollieren sollte, weil Channeling oder was auch immer. Und dann nach 10 Sekunden blasen wir einmal die Dampfpflanze aus, was man ja auch machen muss, um das Kondenswasser rauszuholen. Und dann nach rund 16, 17 Sekunden der Extraktionszeit fangen wir an zu schäumen und stoppen dann die Extraktion während des Schäumen und gucken dann einfach, wie es sich verhält. Genau, die Extraktion stoppen wir dann eben nach 25 Sekunden, da wo wir sie stoppen können oder müssen. Und dann gucken wir Druck an, wie läuft das Ganze. Und dann gibt es ja normalerweise 2 Phasen. Eine Phase, da bringen wir Volumen rein, die sogenannte Ziehphase, und als zweites dann die Rollphase. Gleichzeitig ist noch spannend, wie schnell erhitzt sich die Milch eigentlich. Also bedeutet viel Druck gleichzeitig auch Erhitzung oder eben nicht? Das sind so die Dinge, auf die wir achten. Und wir können ja einfach einmal der Reihe nach durchgehen und dann gucken wir, was nachher, welche am besten performen, was die markanten Unterschiede sind. Die Maschine hinten, man, das ist interessant, ne? Eine klickt gerade immer. Dann merkt man, sie schalten die Heizung an oder aus. Super. Ich würde sagen, wir legen los. Milchschäumen, 12 Maschinen und Maschine Nummer 13 ist der Michel. Einmal frei. Wunderbare Rollphase. Mehr als genug Power. Gleichzeitig extrahiert.
kann man gerade gar nichts meckern. Saubere Extraktion. Ich habe nach 10 Sekunden gespült, rund nach 17 Sekunden angefangen zu schäumen, also während der Extraktion. Und es war mehr als genug Power vorhanden. Was man merkt, man schäumt relativ lange. Man hat aber trotzdem Power, es braucht einfach ein bisschen länger, bis die Milch heiß ist. Aber das ist im normalen Range wie bei den Zweikreisern typisch. Fühlt sich an? Es fühlt sich an nach ein bisschen weniger Power als bei der Appartamento. Ich glaube, es dauert auch länger, gefühlt. Lustigerweise, ich habe jetzt gerade gelinst. Wir sind immer noch auf einem Bar. Die Zirkulation ist gut. Es ist je nachdem, wo man sich den Platz findet. Also ich habe die Kanne sehr schräg, wie jetzt vorher bei der Appartamento. Da war es ein bisschen weniger. Ich bin jetzt auch schon relativ warm, bin aber auch schon lange in der Rollphase. Es dauert länger, auf jeden Fall, obwohl der Druck eigentlich im Boiler höher ist als bei der Appartamento. Aber einwandfrei. Das Schöne ist, man hat sehr viel Zeit, sehr, sehr viel Zeit zum Schäumen und steht so null unter Druck, kann in aller Ruhe diese Rollphase laufen lassen. Und also du stehst schon immer unter Druck. Ja, das schon, aber guck dir mal an. Also Mehlschaum, ich würde sagen, jetzt schöner als bei der Appartamento vorher, aber das liegt einfach daran, dass ich ein bisschen besser den Punkt gefunden habe. Das soll jetzt keine Qualitätsaussage sein. Das ist echt so ein leichtes Phänomen. Wir haben mehr Druck auf dem Boiler. Wir hatten während des Schäumprozesses immer so ein bisschen mehr als ein Bar. Also da den Moment, wo ich auch geguckt habe. Und trotzdem habe ich gefühlt mehr Zeit zum Schäumen. Man hat eine wunderbare Rollphase. Man hat wirklich sehr viel Zeit zum Schäumen. Auch hier wieder nach 10 Sekunden ausgeblasen, nach rund 17 Sekunden angefangen zu schäumen. Und dann die Extraktion auch wieder beim Getränkeverhältnis 1 zu 2,5, also in rund 25 Sekunden dann gestoppt. Da wieder ein ganz normaler Ablauf. Eben der Druck fällt weniger ab, aber ich habe auch weniger wirklich diese Leistung dahinter. Geht aber trotzdem einwandfrei mit der Rollphase. Man merkt aber, dass sich die Milch weniger stark oder weniger schnell erhitzt. Trotzdem absolut perfekter Milchschaum. Wirklich, wie jetzt auch bereits beim Ausprobieren gesagt, das hilft einem Anfänger auf jeden Fall, weil ihr mehr Zeit habt und trotzdem eine saubere Rollphase ausführen könnt. Im Vergleich jetzt zu vorher sind das Welten gerade. Die hat richtig Power. Und ich bin schon fast heiß. Also, das geht schon viel schneller. Auch wenn ich sie sonst außer dem Namen nicht so wahnsinnig toll finde, aber die performt. Lustigerweise wirklich mehr Power, da kommt richtig was raus während des Extrahieren, überhaupt kein Problem. Auch wieder genau gleicher Ablauf wie vorher bei der Lelit und bei der Appartamento und trotzdem ist da mehr Leistung da von der ACM Homie. Gibt es nicht zu reklamieren, geht einwandfrei, macht auch Spaß, aber fordert dann schon ein bisschen mehr, weil ihr ein bisschen mehr Leistung habt. Gibt euch aber die Möglichkeit, dass ihr in der Rollphase weniger den perfekten Punkt suchen müsst, sondern weil die Maschine einfach mehr Leistung hat, dreht das in der Kanne, auch wenn ihr nicht jetzt ganz am perfekten Rollpunkt der Maschine seid. Ah. Und bei 10 Sekunden. Also, das sieht man jetzt wunderbar hoffentlich auf dem Video.
Das dreht und dreht und dreht und dreht und dreht und dreht. Super. Was man hier noch ganz klar sagen muss, wir haben ja für den Test den Presserstart hochgestellt, dass wir die richtige Brühtemperatur hatten. Das heißt, wir hatten jetzt auch mehr Leistung als beim ersten Test, weil wenn wir natürlich einen höheren Druck haben, dann haben wir eine höhere Brühtemperatur, aber auch gleichzeitig ein bisschen mehr Dampfleistung. Und das hat jetzt wirklich hier bei dem Originaltest, jetzt wo sie perfekt eingestellt ist auf die Brühtemperatur, einwandfrei, super schöne Leistung, geht einwandfrei zum Schäumen. Prädikat sehr gut. Auch nichts zu meckern. Rollt einwandfrei. Relativ schnell heiß. Ich bin jetzt schon in der Temperatur. Das ist jetzt so, das ist jetzt eine gefühlte Aussage. Ich habe das Gefühl, es wurde schneller heiß, mit aber weniger Drall. Das kann jetzt daran liegen, dass ich jetzt nicht ganz den perfekten Rollpunkt hatte. Aber sie wurde sehr schnell heiß. Bedeutet auch weniger Zeit für alle Schritte. Weniger Zeit, und ich habe jetzt ein paar Luftblasen mehr als jetzt bei der vorigen zum Beispiel drin. Da hätte man sich jetzt noch mal ein bisschen angleichen müssen und einfach vielleicht einen leicht anderen Punkt fürs Rollen. Aber diskussionslos, es geht einwandfrei, beides gleichzeitig. Wieder nichts zu meckern. Konstante Extraktion, also konstant fließt alles einwandfrei, kein Druckabfall, dass man es merkt beim Schäumen, aber klappt, macht Spaß. Ist ein bisschen schnell heiß, mit gefühlt etwas weniger Rollphase oder weniger Drall in der Kanne, aber gibt es keinen Minuspunkt oder so. Weniger Power, ne? Nee, mehr. Guck mal. Super. Aber wird auch schnell heiß. Gleiches wie bei der BC10. Wir mussten mit der Brühtemperatur hochgehen, also über das Pressostat mehr Druck erzeugen, dass wir die Brühtemperatur erhitzen konnten. Durch das auch wirklich ordentlich Dampfpower. Das macht richtig Spaß. Brühung auch einwandfrei. Da gibt es echt nichts zu meckern. Überhaupt nichts. Keine Chance. Ich habe null Rollphase. Kommt. Ich habe keine Chance, die Milch irgendwie. Ich ziehe wirklich ganz langsam Schaum dazu. Aber. So rollt sie ein bisschen. Ich krieg diesen Schaum nicht drunter. Ich habe den größtmöglichen Winkel mit dem Kännchen. Ich bin jetzt erst langsam bei, ja, vielleicht 40 Grad. 50.
Also. Es ist einfach. Es verbindet sich nicht richtig. Ich habe halt null Zirkulation während des. Während des Rollens und ich kann nicht sauber ziehen und ich da ist einfach auch einen sehr flüssigen, bubbligen Schaum. Es geht einwandfrei zum Gießen, ja, aber das ist, ihr seht das, es ist auch ein sehr wässriger Cappuccino. Gespült habe ich vor der Mahlung, dass sie sich wieder hochheizen kann. Ist alles okay? Ja, jetzt hört man es gerade. Jetzt geht sie wieder hoch. Das warten wir doch nochmal kurz ab. Jetzt ist sie wieder aus. Jetzt ist sie auf dem höchsten Stand, wo wir hin können. Gucken wir nochmal. Ich muss immer noch ganz, ganz, ganz leicht langsam Volumen reinziehen. Ich bin jetzt auf etwa knapp 0,5 Bar. Und ihr seht auch, ich habe eine leichte Rollphase. Ich kann sie ein bisschen zirkulieren lassen, wenn ich wirklich so hart an der Grenze bin. Aber ich habe noch nicht mal richtig Volumen reinziehen können, weil ich jedes Mal das bisschen Volumen, was ich dazu ziehe, wieder rollen lassen. Jetzt lasse ich es mal so, wie es ist. Lass es nur noch rollen. Ich bin jetzt etwa bei 45, 50, 55, 60. Ich habe immer noch, also es ist auf jeden Fall besser, aber ich habe immer noch einfach nicht diese Verbundenheit, wie ich das normalerweise kenne, wenn man wirklich eine schöne, richtig mit Drall eine Rollphase hat. So, wir haben jetzt wieder beides ausprobieren können. Einmal den Linksklick, wo die Maschine während des Extrahieren ja nachheizt, wo sie versucht, diese Temperatur aufrechtzuhalten, diesen Druck aufrechtzuhalten, dass wir schäumen können. Und den Rechtsklick, wo sie es einfach durchzieht. Beim Rechtsklick keine Chance, wirklich überhaupt keine Chance, richtig zu schäumen. Man kriegt keine Verbindung zwischen Schaum und Milch, geschweige denn einigermaßen anständige Zieh- oder Rollphase. Beim Linksklick, auch da sinkt sie halt ab auf irgendwo 0,5, knapp 0,6 Bar. Aber auch in diesem Bereich kann man muss so zögerlich ziehen, dass man wirklich immer wieder, also das auch als Tipp, wenn ihr die Maschine habt oder anschaffen möchtet, zieht ganz, ganz, ganz langsam das Volumen rein und dann lasst die Milch permanent eigentlich wieder rollen. Es ist wirklich halt extrem schwierig, weil ihr viel, viel weniger Leistung habt als jetzt bei den Vergleichbaren. Bei einer Lelit war es zum Beispiel so, dass man zwar die Power hatte, es dreht, aber es erhitzt sich viel langsamer. Und hier hat man eine Erhitzung, aber nicht die Power, dass es dreht. Was wir dann mit unseren Messungen auch herausgefunden haben, ist in dem Moment, wo wir einen Linksklick haben und zwar besser schäumen können, dass wir halt mit der Temperatur am Ende der Brühzeit hochgehen und durch das eine sensorische eher bittere Note oder einen bitteren Espresso erzeugen, als wir das beim Rechtsklick erzeugen. Jetzt kann man sagen, mit dem Cappuccino, da merkt man es ein bisschen weniger oder merkt man es fast gar nicht. Aber es ist dann halt eher ein, ich kann Milchschaum schäumen, aber habe halt keinen optimalen Espresso. Ich würde euch echt anraten, warten. Extrahieren mit einem Rechtsklick, warten, bis sie wieder hoch ist und dann anfangen zu schäumen. Dann geht das grundsätzlich gar nicht so schlecht. Sie sinkt dann auch runter, aber das geht viel, viel besser. Die hat einfach so markant weniger Leistung als die anderen klassischen Faema-Brühgruppen.
Also es geht. Es ist schon fast wie die Xenia. Ich ziehe jetzt extra nichts mehr dazu und lasse es wirklich rollen, dass ich wenigstens einen annähernd guten Mehlschaum habe. Aber sie zieht ein bisschen nach, sie hat am Anfang wirklich ganz wenig Power, aber es dreht nicht richtig. Und vom Drucker bleibt sie aber oben, gell? Ja, sie war jetzt, ich glaube, konstant bei, ich habe es jetzt gar nicht geguckt, 0,8 oder so. Mich jetzt auf den Mehlschaum konzentriert. Es sieht auch, wenn man jetzt guckt, es sieht nach relativ viel aus, aber es kommt nicht viel. Also Schaum ist ganz okay, aber das fordert jemanden, der nicht viel schäumt, wirklich hat ein bisschen viele Luftblasen. Ist so, ich würde es vergleichen wie linker Knopf Kenia, also nach links Xenia. Kenia ist auch schön. Können wir mal wieder hinreißen. Also, ich würde es vergleichen. Schäumen mit der Profitec ist wie linke Seite drücken bei der Xenia. Nicht wirklich Leistung und trotzdem Erhitzung und keinen Mehlschaum, wie wir uns das mittlerweile von den... Das ist voll okay, aber mittlerweile sind wir uns einfach viel mehr gewohnt. Ah, endlich wieder Schäumspaß. Das ist schon krass, du siehst das und du hörst es optisch schon, du siehst es und du hörst es akustisch schon, ob du halt Power hast. Ich bin jetzt seit Ewigkeiten in der Rollphase, ich habe nur noch die zwei, drei oberflächlichen Luftblasen. Perfekt. Bei der Quickmeal Rubino wieder, wie bei manch anderen, nichts zu reklamieren. Direkt die volle Power, auch wieder 10 Sekunden gespült, also einmal ausgedampft, dass das Kondenswasser weg ist und dann nach 17 Sekunden in die Schäumphase. Einwandfrei, sehr, sehr viel Power, also sehr, sehr viel Power, ordentlich Power, super Ziehphase, schnell in der Rollphase und die halt sehr, sehr lange und durch das ein Mehlschaum ohne visuell erkennbare Luftblasen. Na, macht Spaß, absolut. Ja, das ist natürlich. Das ist eine Hausnummer. Das ist noch mehr als jetzt vorher bei der Rubino. Bei der Mozzafiato, der einzigen mit Rotationspumpe, was jetzt nicht wirklich beim Schäumen einen Unterschied macht, merkt man halt wirklich, einerseits mussten wir auch da mit dem Temperatur nach oben. Wir haben die Pitch-Steuerung auf das Maximum erhöht. Wir sind da bei 124 Grad, was man als absolutes Limit einstellen kann. Und Schäumen ist wirklich Power, 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 Power. Das macht richtig Spaß. Kein Ausreißer, aber ist auch nicht wahnsinnig schlecht. Also es ist voll okay, es rollt, es ist jetzt nicht unglaublich viel Power. Bei der ECM ist es wirklich so solide, geht etwas länger mit dem Erhitzen, aber ein bisschen weniger Drall, als ich das jetzt von der Lelit gesehen habe. Grundsolide, kein hochjauchzend,
kein Wahnsinns weniger, sondern geht zum Schäumen, macht Spaß, aber jetzt auch nicht der Ultra-Brüller. Man merkt das wirklich beim Schäumen bei der Andrea, da ist weniger Power, wie wir auch schon beim ersten Test herausgefunden haben. Von der Brühtemperatur ist sie ja auf dem Range, wo wir nicht heißer gehen würden. Darum ist das jetzt so der Bereich, wo ich mich angliedern würde. Man merkt weniger Dampfleistung als auf jeden Fall bei Rocket Chronometro, aber auf jeden Fall auch so wie der Mittelwert. Nicht auf jeden Fall auf dem Level wie Profitec und Xenia, aber auch nicht weit davon entfernt. Da würde ich mir ein bisschen mehr Leistung wünschen. 12 Maschinen, Michel. Boah. Hast du Dampf gelassen? Ja, ich habe hab mal richtig Dampf abgelassen. Wir haben ein oberes Mittelfeld, ein mittleres Mittelfeld und ein unteres Mittelfeld. Unteres Mittelfeld. Kann man das so sagen? Also wir haben einen Aufsteiger, einen Mittel, einer bleibt drin und drei Absteiger. Die sind in Zukunft nur noch Einkreiser. Die Aufsteiger oder die Champions League Qualifikation haben abgeschlossen. Welche haben die Rocket Mozzafiato super performt? Da muss man wirklich auch sagen, wir haben die an der obersten Grenze der Möglichkeit des PED. Das schlicht und einfach wegen der Temperatur, Brühtemperatur. Aber durch das haben wir unglaublich viel Leistung. Das macht richtig Spaß zum Schäumen und ist für mich klare Nummer 1. Also, da pumpt man wieder eine. Die Xenia protestiert. Das war jetzt nicht so geplant, die protestiert sogar zweimal. Wobei man noch kurz, du hast die Temperatur hochgestellt. Die Temperatur ist zwar hoch, aber sie ist jetzt nicht höher als erwartet. Wir sprechen nachher noch über die Temperatur. Wir haben sie hochgestellt, um in den Bereich zu kommen, in den wir wollen. Und damit haben wir jetzt das Ergebnis erreicht. Ja. Also wir haben Brühtemperatur fokussiert die Temperatur hochgestellt. Also die Temperaturen der Maschinen sind alle so, dass wir perfekten Espresso brühen können, dass wir in dem Range zwischen 92, 93,5, 94 so zumindest bei der zweiten Extraktion sind. Falls möglich. Falls irgendwie möglich, genau. Das ist nochmal ein Thema. Sag nur. Ich weiß gerade nicht mehr genau, welche, zweite, dritte, also da sag mal, wer war noch im oberen Mittelfeld, weil es gibt ja auch noch unterschiedliche Nuancen. Ja, ich finde da, weil es einfach ein Einsteigermaschinchen ist, das, wo wir jetzt überall bewegen, halt irgendwo auch im Hochpreissegment, aber bei einer Einsteigermaschine wünsche ich mir ja eigentlich viel Power, aber trotzdem viel Zeit zum Schäumen. Und da performt halt wieder die Lelit super, macht das echt gut. Bei der war es spannend, also ich habe ja nur gefilmt und drauf geschaut, aber du hast gesagt, oh, ich habe Zeit, sie wird nicht so schnell heiß und dennoch hattest du ein bisschen Power. Druck. Das ist so ein bisschen surreal, aber hat einwandfrei funktioniert. Es dauert Ewigkeiten, bis sie heiß ist, gefühlt wirklich einer der längsamsten, aber trotzdem ordentlich Power, dass es halt eine saubere Rollphase gibt. Sehr angenehme Maschine zum Schäumen, darum auch würde ich sagen, definitiv im oberen Mittelfeld, wie auch die BZ10. Auch wenn ich sonst nicht ganz so happy bin mit der Maschine, aber beim Schäumen, top Performance. Aber jetzt nochmal, lange Rollphase, lange Ziehphase, du hast also Zeit. Warum ist das positiv? Was bedeutet das konkret jetzt gerade auch für Anfänger? Es ist so, wenn ihr zum Beispiel bei einer Gastromaschine schäumt, habt ihr unglaublich viel Power und habt sehr wenig Zeit zum Schäumen, weil einfach diese unglaubliche Energie durch diesen großen Boiler kommt und ihr müsst ja, bei dieser Ziehphase entstehen ja Luftblasen und die müssen wir wieder zerstören können. Und das kann man halt mit einer sauberen Rollphase, wobei man bei den Haushaltsmaschinen, oftmals auch bei den Gastromaschinen, so ein bisschen eine Vermischung macht. Also man zieht und rollt gleichzeitig, um die schon wieder zum Platzen zu bringen. Und das hat mit der Lelit super funktioniert, weil wir Drall haben, und trotzdem nicht so eine schnelle Erhitzung. Und da hast du diese Luftblasen zerplatzen können und diesen Mikroschaum hinkriegen. Das war bei der BZ10 auch der Fall. Und bei der Magica, die haben wir auch von der Brühtemperatur hochschrauben müssen. Ordentlich Power. Also so oberes Mittelfeld. Wobei da war die Temperatur schnell hoch.
Ja. Also die ja. hatte viel Wumms, war dann aber auch relativ schnell heiß. Übrigens ist das auch der Grund, warum wir immer empfehlen, nehmt kalte Milch, weil kalte Milch länger erhitzt werden kann, bis man dann eben an der kritischen Temperaturgrenze ist. Das heißt, mehr Zeit beim Rollen und also mehr Zerkleinerung von Bläschen, und das ist grundsätzlich erstmal positiv. Ich würde sagen, das war unser Top-Quartett oder Trio. Rocket Mozza Fiato, dann Lelit Mara X, BC10 hat es jetzt auch noch genannt. Und knapp und dabei noch die Magica, einfach weil Superleistung. Bums. Superleistung. Dann die Mittelfeld. Anderen performen so mehr im Mittelfeld. Brauchen wir vielleicht gar nicht, auf die Mittelfeld gehen wir nicht die so intensiv ein. Genau. Solide. Solides Schäumen, nicht speziell erwähnenswert. Und dann gibt es aber drei, eine so ganz knapp, die ein bisschen abkackt, und zwei, die wirklich einfach keinen Spaß haben. Mit knapp abgekackt, aber doch abgekackt, das waren wir wirklich auch nochmal erstaunt. Quickmeal Rubino hat jetzt wirklich dann nicht die Performance gebracht. Da fehlt es ein bisschen einfach an Leistung. Das hatten wir beim ersten Test auch schon. Ja. Brühtemperatur super konstant, aber dann einfach, es fehlt ein bisschen an Wumms. Knapp daneben ist auch vorbei. Es geht zum Schäumen. Aber es ist nicht vergleichbar auf jeden Fall mit den Top-Leistungen heute. Dann die Profitec Pro 500. Irgendwie unerklärlich. Ist verrückt, auch hat einen Riesenboiler. Hat einen 2-Liter Boiler, Edelstahl. Das auch so was wir herausgefunden haben. Großer Boiler, nicht gleich unglaublich viel Leistung. Also wenn ich die ACM, ist auch irgendwo im Mittelfeld, hat den kleinsten Boiler mit 1,5 Liter, aber voll okay. Also oberes Mittelfeld, im mittleren Mittelfeld oben an der Spitze. Ne? Also die hat wirklich, auch gerade wenn man da jetzt dann nochmal den Blick Preis-Leistung dann nachher auch wirft, ziemlich cool performt eigentlich. Ja, ne? Absolut. Und obwohl der Boiler jetzt echt überschaubar ist und die Profitec ist jetzt an der Stelle also wirklich ein ziemlicher Rohrkrepierer gewesen. Und leider auch wieder hat sich bestätigt bei der Xenia. Wir haben ja da zwei Modi. Ja. Wir haben das nochmal genau angeschaut. Wir haben einmal den Schalter nach rechts und einmal nach links. Wenn man ihn nach links drückt, dann heizt es nach. Ja. Wenn man nach rechts drückt, dann hat es quasi den, Brühprioritätmodus. Dann ist die Temperatur, kommen wir dann auch gleich noch zu, wirklich sehr gut zum Brühen geeignet und bleibt doch ganz konstant. Super. Ja. Wenn man nach links schaltet, dann heizt der quasi nach, damit der dagegen ankämpft, dass der Druck eben nicht abbricht. Für Cappuccino zum Schäumen von Milch, wenn man parallel schäumen will. Ungeeignet. Echt schwierig, ne? Ungeeignet. Mit irgendwo weit unter 0,5 Bar. Keine Chance. Keine Chance. Damit für uns auch jetzt im Bereich Milchschäumen am Ende der Tabelle. Wenn man nach links schäumt, also wenn man nach links drückt, ist es auf jeden Fall besser. Es ist besser, es ist so knapp auf dem Level der Profitec, aber es macht auch nicht wirklich Spaß. Es sieht zwar optisch einigermaßen auch aus dem Cappuccino, aber es ist nicht das Verbundene dieses Milchschaums in dieser cremigen Textur, was wir jetzt hier gesehen haben, bei vielen anderen Maschinen, was absolut top ist. Also da den besten Tipp, den ich euch wirklich geben kann, nach dem Extrahieren zu warten und dann zu schäumen. Dann geht's, es ist auch nicht der Wumms, aber es geht zum Schäumen viel, viel besser, als das gleichzeitig zu tun. Da sind wir so ein bisschen in einem schwierigen Bereich. Natürlich, man kann bei den Maschinen, die auch nicht so gut performt haben oder die im mittleren Feld waren oder die auch am Tabellenende waren, dennoch mit ein paar Tipps und Tricks schäumen. Indem man eben zum Beispiel wirklich wartet, wie du es gerade gesagt hast. Aber jetzt sind wir mal ehrlich, es ist ja einfach ein Zweikreis. Das heißt, wir möchten eigentlich den Vorteil nutzen, dass wir gleichzeitig schäumen und extrahieren können. Wie beim Einkreiser halt nicht. Wie beim Einkreiser nicht eben. Einkreiser heißt ja dedem. Einschalten, hochheizen, also brühen, hochheizen, schäumen, wieder runterheizen. Das soll ja hier erleichtert sein. Und wenn wir dieses Bedürfnis haben, dass wir das gleichzeitig können, was das ja eigentlich der Referenzwert dieser Maschinen ist, dann sollte das eigentlich auch klappen. Und darum ist das für uns wirklich so ein Punkt, das muss erfüllt sein.
Es muss gleichzeitig schäumen und extrahieren in einem normalen Range. Darum alles, was irgendwo im Mittelfeld und vorne dabei ist, macht Spaß. Bei allem anderen muss man sich Gedanken machen, kann man das hochschrauben? Wenn ja, was erwirkt das aber dann wieder für den Espresso? Wird dann zu heiß gebrüht oder verlieren wir da den Geschmack? Und wenn wir ehrlich sind, im Cappuccino, man schmeckt den perfekten Espresso dann nicht mehr ganz so perfekt. Aber es ist trotzdem schade, das Produkt schlechter zu machen, als es ist. So kommen wir zu unserem Ranking und ja, jetzt kommt es ein bisschen darauf an, auch wie wichtig natürlich für euch das Milchschäumen ist und so weiter. Aber das ist mal unser Fazit an dieser Stelle. Gehen wir weiter zum wichtigen Punkt der Brühtemperatur. Es geht um Espresso und es geht vor allem um Brühtemperatur. Und wir müssen eines gestehen, nach den ganzen Abwasser-Espressi haben wir uns jetzt ein Leica gegönnt. Mal wieder ein bisschen was Fruchtiges. Das ist, ja. Und außerdem ist es ein Kaffee von unserer Farm. Mhm. Mm. Und neue Ernte. Ja, ist relativ. Also relativ neue Verhältnisse. Die Ernte war viel zu lange auf dem Schiff. Aber darum geht es nicht, sondern um Temperatur. Genau. Und es geht auch um Konstanz. Es geht um Konstanz. Es geht um Konstanz über 5 Extraktionen. Es geht um Konstanz, welche Maschine hat aber auch während der Extraktion, vor allem, wir haben uns fokussiert auf den zweiten Shot, welche Maschine hat beim zweiten Shot die beste Konstanz? Weil wir davon ausgehen, dass man halt den zweiten dann, ja, sie heizen halt gerne auf, sie sind ein bisschen zu heiß oder ein bisschen zu kalt, haben alle so ein bisschen ihre Zicken. Außerdem, da ihr ja alle eure Maschinen sorgfältig nach Michels Vorgaben reinigt, habt ihr vielleicht noch Reinigungspulver oder so Rückstände, deswegen trinkt ihr den ersten Espresso vielleicht sowieso nicht. Und man muss sie wirklich gut spülen. Deswegen haben wir mal gesagt, wir arbeiten mit dem zweiten Shot, haben da die Maschinen angeschaut, haben Kaffees degustiert, aber haben vor allem auch gemessen. Also wirklich ausführlich gemessen. Und zwar eben über 5 Bezüge. Wie wir die Abstände dazwischen gehalten haben, sagen wir gleich. Und innerhalb eines Bezugs die Temperaturveränderung. Von der Sekunde 15 zur Sekunde 25 zur Sekunde 5, von der Sekunde 5 zur Sekunde 15 zur Sekunde 25. Genau. Das haben wir angeschaut. Und wir haben jetzt das auch genau getrackt. Aber sag doch kurz mit, wie haben wir den Siebträger verwendet? Was ist das für ein Tool? Das ist ein Siebträger mit einer Temperatursonde im Inneren des Siebträgers drin. Und durch dieses Ventil, was hier eingebaut ist, lassen wir einen gewissen Druck ab. Also da fließt auch Wasser durch. Wie beim Espresso. Wie beim Espresso. Es simuliert halt eben, man kann nicht einfach ein Blindsieb nehmen und eine Sonde reinstecken, sondern es muss ja auch was rauskommen, sonst staut sich das Wasser komplett an. Und das haben wir mit einem Gerät gemessen, das wir dann über den PC verbinden konnten und so auch eine CSV-Datei rausziehen konnten, die uns dann wieder angezeigt hat, was ist wirklich passiert, ist dann alles ausführlich im Blogbeitrag auch dabei. Also eine so eine Messung, einfach um das kurz zu sagen, sind tatsächlich 1500 Datenpunkte, weil wir gemessen haben, wie lange braucht die Maschine, um aufzuheizen. Also nein, mit anderen Worten, wir haben nach 25 Minuten den ersten Bezug genommen. Und dann waren eben diese 1500 plus Datenpunkte durch. Und dann kam eben das Prüfungsprozedere. Das Ganze könnt ihr übrigens auch ausführlich im Blogbeitrag nachlesen. Da haben wir nämlich alle Messungen nochmal als kleine Visualisierung eingebettet. Und dann seht ihr auch, wie sich das Ganze von Bezug zu Bezug verändert. Wir haben also den ersten Bezug genommen. Was haben wir anschließend gemacht? Wie war das Prozedere? Und das war ja nicht bei allen gleich. Das war also grundsätzlich die Idee des Prozederes überall gleich. Weil die Idee ist eigentlich, ihr kommt nach Hause, die Maschine ist heiß. Wir gehen davon aus, eine Maschine braucht 25 Minuten. Das müssen wir heute wirklich auch sagen, eine Maschine braucht 25 Minuten. Sagen wir gleich nochmal explizit, aber aber grundsätzlich. Und dann geht ihr hin und dann wisst ihr aber, bei den meisten Maschinen, die sind ein bisschen zu heiß. Das heißt, ihr spült ein bisschen länger, lasst da ein bisschen Wasser laufen. Da haben wir gesagt, wir spülen 5 Sekunden. Und starten dann eine Extraktion mit 25 Sekunden. Der riesige Unterschied da ist bei den Maschinen, wo wir durch Bedienungsanleitung oder durch Tipps des Herstellers oder was auch immer wussten, dass wir spülen sollten, nicht direkt vor dem Bezug, wie bei den VEMA-Brühgruppen, die eher zu heiß sind, sondern wir sollen spülen, bevor wir mahlen, haben wir das auch getauscht. Da sind wir voll darauf eingegangen, weil das macht ja auch Sinn, dass man dann, wenn man Tipps hat, darauf eingeht. Also wir sind eigentlich vom Prozedere ausgegangen. Was macht ihr, wenn ihr zu Hause dann auch den Espresso serviert habt oder den Espresso gebrüht habt?
Espresso ist gebrüht, ihr verteilt ihn an eure Gäste, wir haben 15 Sekunden gewartet, dann haben wir den Siebträger rausgenommen. Dann fängt eigentlich das Prozedere an, man malt, man temmt und spannt wieder ein. Wir haben dann also 45 Sekunden später, also insgesamt genau eine Minute nach dem Ende des letzten Bezugs, wieder mit dem neuen Bezug begonnen. Aber kurz vorher 2 Sekunden gespült. Richtig. 2 Sekunden gespült, und zwar einerseits, um das Reinigungspulver zu lösen und zum Teil auch, um die Temperatur runterzuziehen, weil das ja ein Phänomen ist bei der ein oder anderen Brühgruppe, dass sie dann eben zu heiß ist. Und bei den Zwischenextraktionen vor allem, um die Partikel wegzulösen. Um die Partikel wegzulösen. Wieder 25 Sekunden bezogen, dann 15 Sekunden wieder Pause gemacht. Pause gemacht, ausgespannt. Das 5-mal hintereinander. Okay? Und das haben wir für euch visualisiert, könnt ihr einfach nachschlagen. Über die 5 Bezüge, Michel, wer sind die, welche Maschinen sind die Ausreißer? Oder anders formuliert, mit welcher Maschine würdest du auf ein Catering gehen, weil sie auch nach dem 4. und 5. Bezug immer noch die angepeilten 91, 92, 93 Grad macht? Ich würde eine Maschine mit für ein Catering nehmen, aber mit einem kleinen Aber. Ich erkläre das gerade noch. Die beste von der Konstanz mit einem kleinen Abstand auf Nummer 2 war die Rocket Mozzafiato. Mit einem Aber. Sie ist grundsätzlich eher ein bisschen zu kühl. Obwohl wir bei der Brühtemperatur des PID, die PID-Steuerung, und das ist ja eine Temperatursteuerung. Das heißt, ich gebe dem Sensor, der im Boiler verbaut ist, einen Impuls und sage, gehe heißer. Jetzt haben wir bei diesem Gerät, das muss man auch noch sicher ergänzen, wir testen immer einfach diese Maschine, die wir da haben. Das ist nicht 100% kopierbar auf die tausende Maschinen, die produziert werden, sondern einfach, das ist dieser Eindruck, den wir von dieser Maschine und dieser Maschine und dieser Maschine haben. Bei dieser Maschine sind wir auf 124 Grad, das ist das Maximum auf dem PID, was man einstellen kann. Wenn man dann höher drückt, dann fällt es wieder runter auf das Tiefste. Und da waren wir dann aber nur bei etwa 90, 91 Grad, also eher zu kühl. Aber in dieser in diesen 5 Extraktionen einfach mega konstant, und da könnte man jetzt nicht wie bei gewissen anderen mit einem Pressostat was machen, weil man keinen Pressostat hat. Man hat ja einen Sensor. Insofern würdest du dann doch mit der Xenia auf ein Catering gehen, weil die war nämlich auf dem 2. Platz. Die ist wirklich sehr konstant geblieben. Also wenn man jetzt schaut, vom 1. Bezug zum 2. Bezug haben wir weniger als 1 Grad Unterschied über alle 5 Bezüge ja. hinweg. Das ist schon phänomenal. Wichtig, Xenia, Bewegung nach rechts. Nach rechts, genau, das ist nach wirklich rechts. Entscheidend. Weil nach links, das ist ja diese Nachheizfunktion, die dann auch das Schäumen unterstützt, haben wir eine Temperatursteigerung über 5 Grad gemessen. Da geht's hoch. Also geht's jedes Mal von mal. Aber das ist ja nicht dafür gedacht. Und wir haben das jetzt auch, haben wir gemessen mit diesem Protokoll. Wir haben jetzt dabei eben keinen Dampf abgelassen und so weiter und so fort. Und der Hersteller weist auch explizit darauf hin, dass für Espresso ist wirklich die andere Einstellung, also die Rechtsdrück-Variante, die gedacht ist. Genau, seid euch einfach bewusst, wenn ihr dann schäumt und wirklich die Linkstaste nehmt, ihr werdet euren Espresso auf jeden Fall bitterer machen. Darum da auf jeden Fall wieder den Tipp, nicht schäumen und extrahieren gleichzeitig, wenn beides perfekt sein soll. Jetzt wissen wir, mit welchen Maschinen wir eventuell auf ein Catering gehen würden. Mit welchen von diesen 12 Maschinen würdest du definitiv nicht auf ein Catering gehen, Michel? Definitiv nicht. Setzen wir es mal noch in Relation. Also wir haben natürlich jetzt eine Basis auf den ersten Plätzen, die unglaublich präzise ist. Wir reden teilweise von weniger als 1 Grad Unterschied über diese 5 Extraktionen. Das ist ja Wahnsinn. Hätten wir uns ja auch nie gedacht, als wir diesen Test angefangen haben, dass diese Home-Maschinen einfach ein Strich einmal durchziehen. Absolut top. Und wenn man sich dann vorstellt, dass eigentlich die letzten sind irgendwo so bei 5, 6, teilweise knapp 7 Grad, das ist dann schon viel. Das muss man dann wirklich auch sagen. Und da fällt die Lelit relativ stark ab, muss man wirklich sagen. Da hat man die erste Extraktion ist gut, die zweite ist noch so okay. Also wir fangen irgendwo bei, je nachdem wie die Positionierung dieser Temperatursteuerung eingestellt ist, fangen wir irgendwo bei 93 Grad an, kommen dann auf etwa 90 und dann fällt es unter 90. Und dann tut es weh, geschmacklich halt auch. Und also es wird dann immer saurer, es wird dann immer weniger balanciert, man hat keine Textur mehr. Und ja, der 4. und der 5. Espresso dann in einer Reihe über 5 Minuten hinweg, der ist dann so, den kann man schon noch machen, aber
Da macht man dann doch besser einen Cappuccino mit. Ja. Ja, wirklich. Grundsätzlich gut. Und jetzt muss man das auch wieder in Relation setzen. Eben, wir machen 10 Espressi. Wir machen 10 Espressi in diesen 5 Minuten, plus minus ein bisschen mehr mit den Extraktionszeiten und so. Aber da liefern diese Maschinen halt, also mit der, vor allem die Lelit und vorne dran, war da noch die Rubino, die auch nach die erste, zweite und dritte Extraktion war noch im Range. Die dritte so mit einem Auge zu und die vierte, die geht dann nach unten. Und dadurch ist auch halt ein Temperaturverlust von irgendwo knapp 5 Grad zustande gekommen. Nicht so krass wie bei der Lelit, vor allem bei der letzten Extraktion nicht, aber trotzdem geht die nach unten. Gleiches Phänomen bei der Profitec hatten wir ja auch schon im Einzeltest. Die fällt einfach auch massiv ab. Und halt auch, die macht irgendwie solche Sprünge. Also ja, genau, da kommen wir dann wie zum zweiten Thema gleich schon. Ja. Aber hat auch 5 Grad Verlust über die 5 Bezüge. Und da muss man sagen, das ist schon ein bisschen speziell, weil es ist ja auch ein größerer Boiler. Ja, massiv. Eine größere Maschine und ja, fällt einfach auf. Das war das eine, was wir angeschaut haben. Ja. Apropos, wir reden jetzt hier von Kaffeeproduktion für Caterings. Ne? Wir haben jetzt an dieser Stelle nicht über die Milchschaumfähigkeit gesprochen. Das war ja ein eigenes Kapitel, das haben wir ja schon behandelt. Aber dann gibt es einen zweiten Punkt, den wir uns in Sachen Temperatur angeschaut haben. Das war nämlich die Temperaturkonstanz während dem Bezug. Und da müssten wir sagen, haben wirklich viele gut performt. Also wir haben geschaut, wie war der Temperaturpunkt bei 5 Sekunden nach dem Start der Extraktion, wie war er nach 13 bzw. 15 und wie war er nach 22. Und die drei Punkte haben wir angeschaut. Manche sind so leicht in der Mitte hoch und wieder runter, aber insgesamt zwischen diesem nach 5 Sekunden und nach 22 Sekunden hatten wir doch sehr viele Maschinen, die nur innerhalb von einem Grad sich verändert haben. Ja. Das konnten wir jetzt noch mal viel besser sehen als in unseren Einzeltests, wegen den Diagrammen, auch die wir jetzt gezogen haben, sieht man auch wieder schön in dem Testbericht, wie eigentlich die Kurven da schwanken von Bezug zu Bezug. Und da gab es aber trotzdem auch einige wenige Highlights, die wirklich sehr präzise waren in Sachen. Also es gab so ein, zwei wirklich oben weg und das war unglaublich präzise. Aber dann gibt es wirklich viele, die sich auf dieses Podest teilen müssen. Und das war wirklich mega erstaunlich. Ja. Das war wirklich auch immer, wir haben da den Referenzpunkt, die zweite Extraktion, wie wir schon gesagt haben. Zweite Extraktion, wichtig, genau. Und das ist unser Punkt, wo wir sagen, die muss abliefern und die hat fast bei allen einfach abgeliefert. So ganz oben, also Tabellenführer, könnte man sagen, das ist wirklich erstaunlich. Ja, ich habe es nicht gesehen. Hätte ich auch nicht mit gerechnet. Nein. Rocket Apartamento hat über 5-6 Sekunden hinweg aufs Hundertstel Grad. Ja. Einmal eine Linie. Eine Linie. Das war einfach so ein Strich. Wirklich erstaunlich. Also Schwankung von 0,2. Nur, guck mal, wirklich nichts. Also das ist Weltmeisterschaftslevel jetzt für diese zweite Extraktion. Und wenn man das dann wieder in Relation setzt, bei dem ersten Test, also wie sehr das sie abbaut in diesen 5 Extraktionen, hatte sie auch 4 Grad Verlust. Aber da wo sie abliefern muss, da liefert sie ab und da ist es absolut perfekt. Wobei man auch da eben wieder sagen muss, Appartamento dann eben eine Maschine, eher eine Single House oder ein, zwei Shots. Ja, die sind super. Sobald die WG-Party losgeht, wird es schon schwieriger. Ja, oder man muss ihr einfach Zeit geben zwischendurch. Auch noch auf dem Level war die Xenia. Die Xenia, die absolut. Rubino und die Mozzafiato. Rubina, Mozzafiato und die Magica. Und die Magica auch in einer, ich meine, mit 0,5 Grad Schwankungen, wer es genau wissen will, schaut in den Testbericht. Hey, kann man überall nichts sagen. Wahnsinn. Beim zweiten Bezug, aber wir werden das bei der einen oder anderen Maschine, wir haben ja jetzt auch ein paar Maschinen, die wir wirklich super speziell finden. Wir machen dann nochmal Einzelvideos, die gar nicht so sehr Testvideos sind, sondern vielleicht nochmal mehr so Tippsvideos. Gerade so eine Maschine wie, finde ich, die Lelit, die muss man ein bisschen... Die muss man kennenlernen. ...sich da so reinarbeiten. Und ich glaube, das lohnt sich, wenn wir das nochmal wirklich in ein Video machen, wo wir zeigen, wie wir die im Alltag nutzen würden. Ja, absolut. Dann gibt es auch Absteiger. Aber nicht so wie
Ich darf keine Fußballbeispiele nennen, sonst kriege ich von irgendwem einen auf den Deckel. Es gibt auch welche im hinteren Tabellenfeld, aber es ist nicht so gravierend. Es ist nicht so krass, es sind dann irgendwo 1,5 Grad während einer Extraktion. Hätte man das uns, muss man auch wieder ganz klar sagen, hätte man uns das gesagt, als wir angefangen haben, die Maschinen zu testen, hätte ich ganz persönlich gesagt, das war voll okay. Und dann mit der Einschränkung, in diesen Haupt 20 Sekunden sind es diese 1,5 Grad. Dann gibt es einige, die so nach 20 Sekunden plötzlich ziemlich in die Knie gehen. Seht ihr auch in den Kurven. Ist aber dann auch nicht mehr so gravierend. Die letzten 5 Sekunden, da wollen wir ja gar nicht mehr so viel Positives aus dem Kaffee rausholen. Da darf die Temperatur dann auch einfach in den Keller gehen. Nicht so schlimm. Nichtsdestotrotz, wer fällt hinten raus? Die Profitec Pro 500. Das ist schon markant. 1,5 Grad. Es geht halt nach unten und es ist wirklich, wir reden von einem 0,5 Grad mehr als die vorne dran sind und irgendwo halt weit über 1 Grad mehr als all die anderen. Und so viele sind auf dem Podest oder sehr, sehr nahe dran und da ist einfach halt wirklich ein verhältnismäßig riesiger Abfall. Außerdem noch auf den hinteren Plätzen ist wieder die Lelit. Die Lelit aber auf dem drittletzten, auf dem zweitletzten Platz wäre dann die BZ10 von Bezzera. Also, aber da sind wir auch wieder bei einem Grad, je nachdem. Bei der Lelit kommt es noch darauf an, welche Temperaturposition das wir hatten. Haben wir auch ein bisschen damit geguckt, wo sind die Relationen. Also man merkt da wirklich, jeder hat so seine Stärken, seine Schwächen und gewisse gehen halt einfach extrem in die Knie nach der zweiten, dritten, je nachdem vierten Extraktion. Und was man auch aber gemerkt hat, das seht ihr halt im Testbericht dann noch viel, viel genauer, dass Maschinen wirklich halt auch Sprünge machen. Und wenn man diesen ersten Wert nimmt, 1 von der ersten bis zur fünften Extraktion, und wenn natürlich die erste sehr hoch war, die zweite sehr tief und die dritte wieder sehr hoch, stimmt ja dieser Range so einigermaßen, aber man muss das wirklich so ein bisschen angucken, wie sich das verhält. Geht einfach davon aus, dass ihr grundsätzlich zu Hause ja seltenst 10 Gäste mit 10 Espresso in knapp oder gut 5 Minuten dann versorgen möchte. Das muss man auch in Relation setzen. Muss man auf jeden Fall in Relation setzen. Ansonsten haben wir wirklich mit den meisten gute Espressi hinbekommen. Ja. Ja. Manche haben es mehr angeboten, manche waren ein bisschen konstanter. In viele verschiedene Maschinen musste man sich reinarbeiten. Jetzt gibt es eine einschränkende Geschichte, die müssen wir jetzt einfach wieder zustellen, weil nicht alle Maschinen waren ja out of the box da, wo sie jetzt sind. Wir können sagen, wir haben mit 10 von den 12 Maschinen jetzt wirklich auch... 9,5. 9,5 haben wir jetzt am Ende auch guten Espresso gemacht. Aber längst nicht mit allen einfach so aus der Schachtel anmachen, Dings, Bums. Sondern wir mussten nachjustieren, die Temperatur. Was hast du gemacht und bei welchen Maschinen? Also es gibt ja die Möglichkeit mit einer PID-Steuerung, dass ihr das selbst machen könnt. Mega einfach Temperatur hochstellen, haben wir ja vorher schon gesagt. Die Mozza Fiato zwar von der Temperaturkonstanz über diese 5 Extraktionen die konstanteste, aber immer noch ein bisschen zu tief. Das gilt jetzt wirklich für unsere Maschine, aber halt wirklich mega konstant. Trotzdem mussten wir da vom Out-of-Box ein bisschen hochschrauben mit der Temperatur. Wichtig auch diese Messungen immer halt wirklich, wir gehen davon aus, man macht die Maschine an und dann muss sie abliefern. Wenn sie den ganzen Tag schon an ist, dann verhält sich das natürlich nochmal anders und das muss man dann auch einfach in Relation setzen. Das sind wir uns auch bewusst, aber wir wollten einfach sagen, ich will die Maschine anschalten und ich will nach 25 Minuten dann endlich mal meinen Kaffee trinken. Und da muss man ganz klar sagen, dass wir bei 3 Geräten mit Presso Start, also Presso Start heißt, wir haben ja Geräte, die über eine PID-Steuerung verfügen. Da ist ein Sensor, der die Temperatur regelt. Und bei gewissen Maschinen ist ein Presso-Start, das ist bei den meisten Zweikreiser so verbaut, das regelt über den Druck. Das heißt, wenn der Druck abfällt, dann geht die Heizung an. Und wenn der Druck wieder genug hoch ist, geht sie wieder aus, fällt sie wieder ab, geht sie wieder an. Und so wird dann die Temperatur über den Druck geregelt. Und mit diesem Presso-Start habe ich die Möglichkeit, wenn ich das, kommt man oben an der Maschine hin, ist jetzt nicht was ich empfehlen würde, selbst zu machen, weil ihr müsst es bei laufendem Betrieb machen, das wirklich vom Fachmann machen lassen. Und dann kann man so mit dem Presso-Start, am Presso-Start mit einer Schraube diesen Druck hochstellen. Und das mussten wir bei der BZ10, bei der Bezzera Magica und bei der Homey machen. Die mussten wir wirklich hochschrauben, weil die waren out of the box
zu kalt. Das gleiche, Mozzafiato, außer auf der Box, Temperatureinstellung, da würde ich es in Relation setzen, weil da kann ich ja, für das kaufe ich ja eine Maschine mit PD, wobei, da kann ich hochschrauben. Phänomen an dieser Stelle, unsere Maschine, unser Modell, wir sind nicht über die Temperatur hinausgekommen. Wir sind nicht über 91 Grad hinausgekommen. Wenn man es misst, nach den 25 Minuten, wo ich davon ausgehe, dass alles heiß ist. Sie kam aber dann auch ja nicht, sehen wir ja in den Protokollen, über diese knapp, ja, was sind das, 8-9 Minuten mit den Extraktionen, wo wir 5 Extraktionen machen, kam sie ja auch nicht höher. Nee. Weil sonst wäre sie ja nicht die Titel, also das ging nicht heißer. Vielleicht, wenn sie dann mal 2 Stunden an ist, ist sie dann heiß. Aber das ein bisschen in Relation zu setzen, das ist eigentlich bei unserem Gerät, was hier steht, zu kalt. Ja, also wir haben auch Maschinen schon angeschaut, die waren höher. Aber bei diesem Modell, mit dem, was wir getestet haben, und das muss man jetzt einfach so sagen, war das zu kalt. Ja. Man kann wirklich sagen, out of the box, es ist extrem schwierig für euch auch zu Hause, ihr nehmt die Maschine raus und ihr müsstet eigentlich davon ausgehen, dass die Maschine genug heiß ist. Und das finde ich ein bisschen schade, dass wir dann Maschine haben, die irgendwo bei 88 Grad oder 87 Grad brühen. Und wenn ihr dann irgendeinen hell gerösteten Kaffee habt, ihr habt keine Chance. Nee. Das kann nicht lecker sein. Am Schluss haben wir auch bei einem YouTube-Video, was ich mit Philipp zusammen ganz viele Temperaturen getestet habe, man merkt, die Temperatur ist jetzt nicht das unglaublich Wichtigste. Aber wenn wir mit 88 Grad brühen, macht es einfach keinen Spaß. Also nochmal so aus der Box. Welche waren da? Welche haben direkt guten Espresso performt, ohne jetzt viel rumzuspielen und nachzujustieren? Das, was wir unter perfekter Brühtemperatur verstehen und da, wo wir rausholen möchten, ist bei fast allen wirklich sehr gut. Außer halt da, wo wir nachschrauben mussten, bei beiden Bezeras, also einmal die BZ10 und einmal die Magica, bei der ACM Homie, die wir auch ein bisschen hochholen müssten, und bei der Profitec, da war es halt wirklich einfach, da macht es halt so. Und einmal ist es trotz gut, Pitchsteuerung. Trotz Pitchsteuerung. Also einmal ist es gut, einmal ist es nicht gut. Und da haben wir auch, wir haben die Kurve dann sehr genau angeguckt und haben darüber diskutiert, ja, wollen wir jetzt hochgehen oder wollen wir runtergehen oder was müssen wir jetzt machen? Und da sind wir uns dann aber einig gewesen, hey, bei der zweiten Extraktion war es im Range, wo wir die Temperatur haben möchten. Klar, mit einem enormen Temperaturabfall, aber wenn wir dann hochschrauben, dann ist sie noch höher. Hat aber eine gleiche Temperatur, also es war so, das war echt ein schwieriger Spagat. Ansonsten könnt ihr wirklich davon ausgehen, ihr braucht diese Aufheizzeit. Das haben wir bei allen Maschinen gesehen, es braucht diese 25 Minuten, definitiv. Es braucht sie wirklich bei allen. Also wir haben das nochmal angeschaut, bei jeder Maschine, die hier steht, unter 25 Minuten geht aus unserer Sicht nichts, wenn man wirklich die Zieltemperatur haben möchte. Man kann bei der BZ10, die meldet zwar schon nach 15 Minuten, dass sie heiß wäre, aber sie ist dann auch noch nicht heiß. Also man muss dann auf jeden Fall ordentlich spülen, den zweiten Espresso, den dritten Espresso nehmen. Und dann ist man am Schluss auch wieder beim Warten von 25 Minuten. Da kannst du auch 25 Minuten warten. Das kommt dann auch nicht darauf an. Das gleiche auch bei unserem Xenia-Modell. Ja. Ja. Wir haben ja das mit einem Heizstab, also Zielgröße wäre irgendwo um die 18 Minuten. Ja. Und da war sie aber bei uns auch noch bei 88, 89 Grad, ja. Also noch nicht da, wo sie dann hinkommt. Auch da wieder, wenn man dann spült, den ersten, den zweiten Bezug, dann kommt sie auch dahin. Aber ich glaube, da hat wirklich keine ganz deutlich die Nase vorn. Das wäre einfach nicht richtig zu sagen, dass jetzt hier eine deutlich punktet. Was wir sagen können, eher am langsamsten ist die Mozzafiato. Ja. Also ja. Wenn man jetzt guckt, niemand sticht nach oben raus und nach hinten hängt die Mozzafiato ein bisschen runter, das ist die langsamste, ja. Um hier den großen Boiler dann auch da voll in die Gänge zu bringen. Aber war bei 25 Minuten dann gerade so dabei, dass sie dann wieder konstant sein konnte über diese 5 Extraktionen. Das hat dann schon auch gereicht, aber Es dauert halt wirklich. Seid euch das auch bei allen Maschinen, ich würde das pauschal für jedes Gerät, was zu Hause mit einem Boiler arbeitet, irgendwo ab Größe 1,2, 1,5 Liter, das braucht Zeit. Und
lustigerweise, und dann können wir direkt zu den Energieeffizienzen kommen. Und da haben wir nämlich Testsieger. Ja, da haben wir klare Tests. Das sind Zahlen, das ist super einfach. Das ist super überraschend. Also, was heißt super überraschend? Eigentlich ist es gar nicht so überraschend. Nein, es ist nicht überraschend. Wenn man dann drüber nachdenkt, ist es nicht so überraschend. Wir haben folgendermaßen gemessen. Wir haben nach 25 Minuten ja die 5 Espresso-Bezüge gemacht. Und dann haben wir geschaut, wie viel Strom hat er bis dahin verbraucht. Erster Punkt. Dann haben wir geguckt, nach 2 Stunden, wie viel haben wir da? Dann haben wir nochmal einen Espresso gezogen, haben geschaut, wie viel haben wir dann verbraucht. Und nach 4 Stunden nochmal das Gleiche. Also wir haben eigentlich quasi 3 Zuordnungszeiträume. Und in diesen Zeiträumen haben wir geschaut, wie war der Verbrauch. Ja. Wenn ihr davon ausgeht, ihr macht morgens die Espressomaschine an, ihr wollt dann für euch einen Espresso machen, vielleicht noch 2 Espresso für eure Mitbewohner, am wenigsten Strom verbraucht dann die Xenia mit 0,24 Kilowattstunden. Braucht man nichts eigentlich. Dann folgt die Betzera und dann die ACM Homey. Ja, das hat mich auch so, als ich diese Zahl gesehen habe. Es ist ein kleiner Boiler, wirklich ein Mikro, das könnte daran liegen, aber nicht isoliert. Das merkt man dann gleich. Merkt man dann später, aber da war sie halt noch knapp vorne mit dabei. So, jetzt lassen wir die Maschine 2 Stunden laufen. Vielleicht macht ihr Homeoffice, ihr seid wahrscheinlich auch gerade alle im Homeoffice. Nach 2 Stunden werden die nächsten Espressi bezogen. Immer noch auf Tabellenplatz Nummer 1 ist die Xenia. Auf 2 ist immer noch die BC10. Die BC10. Und auf 3 schiebt sich jetzt langsam aber sicher nach vorne die Lelit Mara X. Warum ist das so? Weil wir einen Eco-Modus haben. Lustigerweise, trotzdem war sie sehr schnell heiß. Das hat einwandfrei funktioniert. Der Boiler kühlt ein bisschen ab, aber es ist voll im Range, die heizt dann wieder hoch. Und das war für uns auch so ein bisschen erstaunlich. Wenn ihr mit dem Eco-Modus arbeitet, es dauert nicht lange, bis sie wirklich wieder heiß ist, weil sie kühlt nicht komplett aus. Die Heizung stellt aus. Wenn der Boiler isoliert ist, dann behält das ja die Wärme ein bisschen drin. Und der ist ja eben isoliert. Der ist eben isoliert. Und da funktioniert das wirklich auch. Ich finde es dann etwas grenzwertig, wenn das pro Tag so alle, die stellt jetzt nach einer halben Stunde, stellt sie schon aus. Und wenn ihr pro Tag 5 Espresso an 5 verschiedenen Zeitpunkten trinkt, dann muss sie 5-mal hochheizen. Das macht dann nicht allzu viel Sinn. Hochheizen oder wieder die Heizung anstellen, weil erstaunlich ist, wie viel Temperatur sie dann eben doch offensichtlich heizt, weil sie gar nicht so viel braucht, um dann wieder auf die Temperatur zu kommen. Nach 4 Stunden merken wir jetzt zum ersten Mal noch einen stärkeren Unterschied. Ja. Dann geht die Lelit auf Platz 1. Natürlich, weil sie zwischendurch komplett ausschaltet. Wie ist das mit den anderen? Immer mehr Maschinen werden ja auch jetzt mit Eco-Modus gebaut. Ja. Es gibt jetzt auch hier von denen, die wir haben, schon Modelle, die mittlerweile einen Eco-Modus haben, den wir aber jetzt gar nicht verbaut haben in unseren Modellen. Genau, es ist so, dass man gesetzlich heute einen Eco-Modus drin haben muss, vor allem bei den Brühgruppen mit VEMA-Brühgruppen, dass das muss eingebaut werden. Ihr könnt aber mittlerweile, ich glaube, bei fast allen oder bei denen, die ich kenne, kann man es bei allen auch ausschalten. Entweder über eine Tastenkombination oder über einen Druckschalter unten an der Maschine. Da drückt man einmal und dann ist der Eco-Modus draußen. Da war er eben noch nicht. Bei der ist er noch nicht drin. Darum schaltet sie auch nicht aus. Und dann kann man es einmal wieder ausschalten. Und da merkt ihr wirklich, dass ihr halt einfach, ihr habt einen geringeren Stromverbrauch. Ihr heizt dann nochmal hoch und da merkt man es dann wirklich. Seid euch aber dann bewusst, ihr müsst halt noch mal eine Viertelstunde, 10 Minuten, Viertelstunde, je nachdem, 20 Minuten warten, bis sie wieder heiß ist. Vor allem, wenn der Boiler noch nicht isoliert ist. Ja. In der dritten Range, dritte Einstufung, also wirklich dann vorne die Lelit, Xenia ist immer noch auf 2 und dritte ist die BZ10. Da merkt man jetzt deutlich, die Maschinen mit der VEMA E61 Thermosiphon-Brühgruppe oder Prinzip deutlich mehr Stromverbrauch und die mit den aufgeheizten Brühgruppen oder Brühköpfen hier an der Stelle, wie jetzt eben die Xenia oder auch die BZ10, deutlich weniger Stromverbrauch. Und es ist ja auch eine ziemlich wichtige Sache, deswegen ist uns das wichtig auch so zu sagen. Schauen wir auf die schlechter performenden Maschinen, das zieht sich eigentlich mehr oder weniger durch. Einmal die Rocket Appartamento, super Temperatur konstant beim Brühen, aber braucht verhältnismäßig, wir sind ja bei 0,34 Kilowattstunden bei der ersten Messpunkt, das ist jetzt irgendwo 1/3 oder 30% mehr, die Hälfte mehr, 50%, weil 0,2, also 50% mehr Strom als jetzt der Tabellenführer Xenia oder BZ10 in der ersten Runde. Und die Magica, das ist einfach mit dem Boiler und ohne Isolierung, da muss Strom rein.
Und das zieht sich eigentlich durch. Also wenn man, braucht man nicht alles im Einzelnen sagen, aber wir haben dann bei 4 Stunden sind es bei der Marika über 1 Kilowattstunde. Ja. Und im Gegensatz dazu ist die Lelit Mara gerade mal bei 0,6 irgendwas. Und da dazu noch auf jeden Fall die ECM Mechanica, die ist auch auf dem Level wie Rock, wie Appartamento und die Magica. Und am Schluss, jetzt bei dem letzten Ranking, schiebt sich wirklich noch auch noch die Chronometro mit rein, die Chronometro, die Mozza Fiato, die dann auch sehr viel Strom braucht und dann eigentlich so auf dem Level wie ein Appartamento, wo ich wirklich enorm viel Strom verbrauche. War für uns auch erstaunlich, dass es so krasse Unterschiede gibt. Das ist wieder, dann merkt man den isolierten Boiler. Absolut. Da macht es absolut Sinn. Appartamento, kein isolierter Boiler. Das braucht Strom, 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 Strom. Da muss ich heizen. Chronometro, die Mozza Fiato, hat einen isolierten Boiler. Die schiebt sich am Schluss einfach rein. Und da merkt man es auch bei der Magica. Und man merkt es auch bei der ECM. Es geht los. Ranking oder so. Ranking oder so. Also nachdem ihr euch jetzt wahrscheinlich, ich weiß noch nicht, wie lange das Video dann dauert, aber wahrscheinlich sind es irgendwo 1 Stunde, 1,5, Benjamin und mich reingezogen habt, nachdem wir irgendwie alles über die Maschinen erzählt haben, wollt ihr natürlich wissen, wahrscheinlich haben wir auch welche vorgespult, was ist die Entscheidung? Vielleicht gucken alle nur den Schluss. Alle gucken nur den Schluss. Okay, dann können wir den so lustig wie möglich machen, dann guckt ihr euch vielleicht noch den Rest an. Man kann einfach ganz klar sagen, es gibt kein klares Ranking. Definitiv. Und darum haben wir uns auch dazu entschieden, dass wir persönliche Rankings machen, weil wir zwei zum Beispiel persönliche Anforderungen haben. Ich möchte zu Hause schäumen können und ich möchte Power haben, ich möchte Spaß haben beim Schäumen und darum will ich Power aus der Dampfpflanze haben. Benjamin ist da eher der sensorisch fokussiert, also meine Extraktionen müssen auch perfekt sein, aber du schäumst zu Hause nicht oder du würdest zu Hause nicht schäumen. Ja, und wenn ich schäumen würde, dann würde ich aber gerne doch viel schäumen würden, das ist, dann würde ich gerne wirklich einiges hinter, weil dann habe ich Gäste. Ja. Für mich selbst würde ich jetzt keinen Cappuccino machen, deswegen habe ich andere Kriterien und das ist eigentlich unser Fazit. Ich glaube, man muss ein bisschen schauen, was will man, was ist euch wichtig? Und ich denke, wir haben jetzt einigermaßen herausgearbeitet, was sind Stärken und Schwächen von der Maschine. Und ihr müsst jetzt da euch nehmen, was zu euch passt. Und am Ende müsst ihr mit der Maschine üben, das Beste rauszuholen. Und es geht mehr oder weniger mit den meisten. Ja. Manche, ich glaube, das ist klar, das brauchen wir auch gar nicht nochmal betonen, die haben viele Schwächen. Die sind vielleicht dann nicht die logische Maschine oder die logische Wahl. Andere haben viele Stärken und manche Schwächen. Und da kommt es wirklich drauf an, was passt für euch. Jetzt du, welche Maschine, sagen wir mal unabhängig vom Preis, das ist ja auch noch ein Kriterium. Ja. Ja. Welche Maschine willst du dir nach Hause stellen, wenn der Preis egal ist? Wenn ich einfach eine mir schenken lassen würde, würde ich mir die Mozza Fiato Chronometro R kaufen. Erstens, das jetzt persönlich, ich finde sie schön. Ich finde sie wirklich schön. Mit einem Aber. Ich müsste testen bei einem zweiten, dritten, vierten Modell, ob die Temperatur höher geht. Das wäre mein großes Aber. Ansonsten, wenn Preis scheißegal, wäre ich bei der Mozza Fiato. Ich würde jetzt dann sagen, ja gut, wir haben gesagt, Preis ist egal. Wir kommen ja noch zu den Dual-Boilern. Ja. Ist die Frage, ob du nicht dann doch gerade einen Dual-Boiler nehmen würdest. Dann würde ich mir wahrscheinlich eher einen Dual-Boiler holen. Du hast weiter die Chance. Sag noch ein, zwei Maschinen, die für dich besonders herausstechen und warum und wieso, die vielleicht auch noch in dein Ranking gehen. Ich bin da so in einem gefühlten Mittelfeld. Eben, ich will schäumen können, ich will aber gleichzeitig auch anständige Brühtemperatur, ich will saubere Verarbeitung, ich will nicht 1000 scharfe Kanten. Und dann bin ich so eigentlich wirklich bei den klassischen Zweikreiser ohne Temperatursteuerung. Und zwar einmal querbeet. Also ob das Appartamento ist mit dem Abschneider, dass man einfach sagt, ich muss diese Reling ersetzen aus Chromstahl, weil das ist wirklich für mich so No-Go. Dann performt aber auch die Magica gut. Ist relativ teuer, ist nicht ganz so schön verarbeitet. Dann performt die Rubino gut, kackt irgendwo dann ab dem vierten Extraktion auch irgendwo in die Knie, ist dafür ein bisschen schöner verarbeitet. Und natürlich auch, ich stehe immer davor, ich komme mal ein bisschen auf die andere Seite, die ECM, auch die performt gut, gute Temperatur, geht auch ein bisschen in die Knie, hat so ein bisschen mehr als 2 Grad Abfall nach der fünften Extraktion oder während diesen 5 Extraktionen.
und macht mir jetzt persönlich nicht so viel Spaß beim Schäumen, weil sie einfach langsam in die Knie geht. Jetzt bist du aber immer noch ein bisschen unterwegs im Bereich Geld ist ganz egal, weil du hast immer noch Maschinen ausgesucht, die alle irgendwie 1,4, 1,5, 1,6 kosten, je nachdem, ob ihr jetzt Euro oder Franken investiert. Preis-Leistungssieger sind die aus meiner Sicht alle nicht. Nein. Preis-Leistung geht aus meiner Sicht komplett an die Lelit. Ja. Was die für dieses wenige Geld dann abliefert und trotzdem noch gut verarbeitet ist und trotzdem noch eine ordentliche Schäumfähigkeit bringt, gerade auch Schäumfähigkeit so Anfänger geeignet, dass man wirklich Zeit hat, weil die so langsam hochheizt. Ja, die Temperaturperformance ist jetzt nicht gut, Nein, die ist, nicht ist sogar gut. Schlecht. Ja. Aber wie gesagt, auch da, ich glaube, bei der Maschine, habe ich eben auch schon angekündigt, da lohnt es sich, dass wir nochmal ein Video machen, um wirklich damit zu spielen, wie holt man alles aus der Maschine raus. Das ist eigentlich das Entscheidende. Ja. Man muss sich in all diese Maschinen reinarbeiten und damit einen Weg finden. Und dann findet man auch Lösungen. Und Preis-Leistung, muss man sagen, macht die echt einen guten Job. Und den macht auch die ACM Homey. Das, wenn die hochgeschraubt ist mit dem Pressostat, das kann man auch einem Profi machen lassen oder da, wo ihr sie kauft, testet es doch gerade mit den Leuten zusammen und dann ist die für den Preis. Für 1000 Euro kostet das Ding, also wirklich, auch die Konstanz war gut. Das muss man einfach sagen, wenn man in den Bereich hineinschnuppern will vielleicht auch, mit einem Zweikreiser, mit einem günstigen Zweikreiser und man sagt, ich mache jetzt mal den ersten Schritt, habe die 3, 4, 5 Jahre, verkauf sie dann weiter, die haben nicht viel Preisverlust. Guck dann, dass ich danach vielleicht einen Dual-Boiler mir nehme, wenn ich nochmal mich weiter bewegen will. Super interessante Wahl. Oder eben auch die Magica. Gute Temperaturkonstanz war in den vorderen Rängen bei der zweiten Extraktion. Super zum Schäumen. Großer, riesiger Wassertank. Nicht überall so toll verarbeitet, aber hey, für das Geld, also das Geld, die ist auch eher bisschen teurer als jetzt als eine Lelit, voll okay. Also ich setze halt einen Fokus aufs Schäumen und darum ist mein Ranking in dem Moment wirklich so die klassischen Zweikreiser vorneweg. Chronometro natürlich auch die teuerste, muss man ganz klar sagen, die muss auch abliefern, auch von der Verarbeitung muss die abliefern. Ja. Auf jeden Fall aufs Ranking gehört trotzdem auch die Xenia. Ja. Sicherlich nicht wegen der Milchschaum-Performance, aber wegen der Konstanz. Ja. Also wenn euch Espresso wichtig ist, dann ist das eine grandiose Maschine. Extrem konstant, super in Sachen Energieeffizienz. Und man kann damit auch schäumen. So ist es nicht. Man muss einfach warten. Und im Vergleich zu den anderen Zweikreisern fällt die in ihrer Schäum-Performance deutlich ab. Und wenn man sagt, man nimmt die gleichen Kriterien, legt sie an, dann hat die einfach schlechtere Karten. Aber was so Konstanz und so weiter angeht und was für mich ein absolutes Pro ist, muss ich einfach sagen, also kein anderer Hersteller ist so nah an den Kunden dran. Ja, also ich meine, wir haben uns gerieben, wir haben Fragen gestellt, unser erster Test war nicht gut, aber da kam so viel Feedback auch und auch der Wunsch und der Wille, das Ding weiterzuentwickeln. Ich würde sagen, keine der Maschinen hat da so gute Chancen, dann mitzuhalten, wenn jemand bereit ist, eine Maschine so weiterzuentwickeln. Und das ist wirklich klasse, wenn das so antizipiert wird. Und das gefällt mir wirklich gut bei der Xenia. Unglaublich viele Features, die einzigartig sind. Ja. Man könnte jetzt darüber diskutieren, wenn man rechts kriegt, ist das ja ein Timer, der dann stoppt. Wäre natürlich super cool, wenn da noch eine Volumetrik drin ist, also über eine Füllmenge. Dann wäre es nochmal ein Punkt, wo wir sagen müssen, hey, geil, liefert ab von der Temperatur, liefert ab von vielen, vielen kleinen Features, Wassertank auf der Seite raus, sauber verarbeitet, keine großen scharfen Kanten. Ja, und ein totaler Hingucker. Also super schön. In der Modularität, was ich mir da wählen kann, wie ich meine Maschine zusammenstellen kann, auch mit den Dingen, die mir oder die euch dann wichtig sind. Die Wassertankgeschichte ist für viele, glaube ich, in manchen Situationen kann man nicht einfach oben befüllen. Und all diese Maschinen, stellt euch vor, die stehen in irgendeiner Luke, die würden nicht funktionieren. Da muss man dann mit so einem Wasserschlauch da hinten rein. Ja, aber Kaffeemaschine gehört nicht in die Küche, da müssen wir nochmal. Ja, das ist eine Philosophiefrage. Stell dir vor, du hast die Kaffeemaschine auf deinem Wohnmobil, ist irgendwo eingeengt. Das stimmt. Kommst halt nicht rein mit Wasser. Und hier könntest du einfach du hättest einfach eine Variante von Befüllung. Ja. Und damit wäre das schon ein Ausschlusskriterium für alle 11 Maschinen. Wichtig auf jeden Fall da das Kriterium oder das Kaufargument, sie ist schneller heiß, das stimmt definitiv nicht. Sie braucht
diese Zeit auch 25 Minuten. Man könnte natürlich die zweite Heizstange noch einnehmen, vielleicht ist sie dann schneller. Das können wir nicht beantworten. Das können wir nicht beantworten. Wir haben jetzt einfach, ihr könnt euch das anschauen, bei uns einfach wieder auch, bei uns nach 18 Minuten waren wir noch nicht bei der Zieltemperatur. Ja. Schlicht und einfach bei der Zieltemperatur. Wir waren auch schon heiß, aber wir waren nicht bei der Zieltemperatur. Was wir auf jeden Fall auch noch ergänzen möchten oder abschließend sagen möchten, wir haben jetzt eine Maschine von Profitec getestet, beziehungsweise die zweite, wir hatten ja schon mal eine da, die wurde dann ausgetauscht, dann die hat einfach nicht in dem Kontext performt, wie wir das jetzt kennengelernt haben, in dieser unglaublichen Perfektion, die eigentlich eine Home-Maschine in dem Nutzbereich, wo man sie wirklich nutzt, nämlich die ersten zwei, drei Extraktionen, super, da kann sie einfach nicht mithalten. Wir sind mega, mega gespannt auf die nächsten Tests, weil da wird auf jeden Fall wieder eine Profitec dabei sein und die werden dann auf jeden Fall performen. Hoffen wir. Hoffen wir. Wir sind auf jeden Fall offen und lassen uns da überraschen. Das war jetzt unser Zweikreiser-Test. Für alle, die auf eine ganz einfache Antwort gewartet haben, diese Maschine ist die beste, gibt's nicht. Aus unserer Sicht, das ist sehr individuell. Es hängt ganz davon ab, was ihr wirklich auch sucht. Sorry, dass wir euch die Entscheidung nicht abnehmen können. Nein, einfach, sorry. Die haben einfach alle Stärken und Schwächen. Und wir haben uns jetzt unser Bestes gegeben, um die Stärken und Schwächen herauszuarbeiten. Wir zeigen euch das auch nochmal in unserem Artikel, der da euch das ganze Material liefert. Und ja, dann könnt ihr da wirklich für euch die Dinge vergleichen, schauen, was ist wirklich wichtig. Ich glaube, wir haben gezeigt, was für eine Rolle spielt Temperaturkonstanz und so weiter und so fort. Und in diesem Sinne würde ich sagen, das war der Zweikreiser-Test. Ich gucke jetzt ein Jahr lang keine Zweikreiser mehr an. Ich freue mich jetzt auf die Thermoblocks. Ja, vielleicht kommt der eine. Das Spannende ist ja eigentlich, jetzt könnten ja Maschinen kommen, die überarbeitet sind, nach unseren Videos. Aha, du meinst. Und dann wird es ja wieder spannend, weil dann hat man ja, man hat jetzt gesehen, hey, Siebträger gehören auf die andere Seite, Topschalen gehören nach vorne gezogen. Also unserer Meinung nach. Unsere, ja, das wäre sinnvoll. Also ich hoffe zumindest, dass ein paar Maschinen mehr noch einen ordentlichen Temper mitliefern oder eben gar keinen. Aber ja, wir gucken mal, was da sich tut und es gibt ja auch neue Entwicklungen und die werden wir dann sicherlich auch dazu mal einordnen. Aber jetzt gibt es mal so eine Basis auch für uns. Und mir hat Spaß gemacht, so eine Übersicht auch mit dir zusammen zu erarbeiten. Danke an euch alle, dass ihr immer wieder dabei wart, Fragen gestellt habt, auch mit ausgewählt habt, welche Maschinen wir jetzt wie testen. Und es geht jetzt weiter in die nächste Reihe. Und nochmal, einfach nur als kleine Information, weil wir immer so viele Fragen bekommen, habt ihr das schon getestet oder habt ihr das schon getestet? Es ist wirklich so, alles, was wir getestet haben, das haben wir schon veröffentlicht. Das heißt, ihr findet es auch und alles, was ihr nicht findet, haben wir noch nicht getestet und wir werden das auch noch testen. Aber ich kann euch nicht versprechen, wann. Wir wollen uns nicht zu weit aus dem Fenster legen. haben wir schon zu oft gemacht. Hey, ja. Danke euch. Ja. Und immerhin habt ihr jetzt vor Weihnachten, das ist ja super schön, vor Weihnachten ein super Bild, was die Maschinen abliefern können. Und ihr könnt euch für euch die passende Maschine aussuchen, die auf eure Bedürfnisse passt. Und auch von meiner Seite her danke vielmals für die ganzen Inputs, auch die vielen Fragerunden, die wir mit euch machen dürfen. Wir lernen durch diesen Kontakt ganz extrem und freuen uns auf die nächste Serie. Jetzt das können wir, also Thermoblöcke, das ist ja geplant. Jetzt kommt Thermoblocks. Und cool. So geht's weiter. Euch schöne Zeit, gutes Endjahr noch und wir hören und sehen uns. Bis bald. Viele Grüße von den Kaffeemachern.